Guten Abend. Wir spielen heute in Aria, jetzt ohne Musik. Und vier Leute haben sich zusammengefunden, um zwischen den Jahren tatsächlich mit uns weiter D&D zu spielen. Das ist einmal der Tobi, der spielt unseren Vollkapitän Gil Ronbert, der inzwischen ein Abo hat für sein Schiff und seine Crew. Mal gucken, ob er das halten kann. Ich habe die AGBs nicht gelesen zu diesem Abo. Das wird dir vielleicht noch in den Hintern beißen, weil das natürlich möglicherweise mir den Freibrief gibt, alles reinzuschreiben nachträglich noch, was da drin sein könnte. Aber gucken wir mal. Und an Bord dieses Schiffes und damit auch Teil der Crew, obwohl sie sich, glaube ich, als immer freie Agentin betrachten wird, ist Alesta. Die Frau mit den spitzen Ohren und den Edelsteinen in der Haut, die aus denen kleine Golems bauen kann. Hallo. Ich hoffe, auch zu dir waren die Feiertage gut. Die Feiertage waren sehr gut, ja. Wir haben gut gespiesen, viel geschlafen und reichlich Geschenke bekommen. Das klingt auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Dann gehört noch dazu der heilende große Fellploff Möbius, ein Sphar, gespielt von Julian. Hallo. Guten Abend. Schön, wieder da zu sein. Und frisch wieder eingesammelt worden ist Lochimedes von Tröndheim, gespielt von Ben. Hiho. Hallo, ich habe die Crew vermisst. Ja, wir haben uns dafür tatsächlich gestern zuletzt gesehen. Insofern, willkommen zurück im Kanal und im Stream. Nur, da heute geht es nicht um das Reden über Rollenspiel, sondern wir haben vor, es tatsächlich zu spielen. Mal gucken. So, ihr Lieben, ich würde dann kurz einen kleinen Zeitsprung machen. Wir haben nämlich Lochimedes tatsächlich eine Folge lang vermisst. Da ging es dann ja auch darum, dass ihr das Schiff verfolgt habt, mit dem er entführt wurde und ihn wiedergefunden habt auf schwebenden Inseln und ihn aus den Händen von Kultisten der Kirche der Stimme oder der Stimmen zurückgeholt habt. Und da lag er im Tiefschlaf in einer Kiste, in der er transportiert wurde. Kisten sind offensichtlich ein wichtiges, wiederkehrendes Element dieser Kampagne. Und wenn wir jetzt zurückgehen, ein paar Tage frisch nachdem er von Kapitän Rojo verraten wurde und durch sich öffnende Klappen nach unten aus dem Schiff rausgeschleudert wurde, auf mehrere von den kleineren Schiffen unter Kommando des Kapitäns Kane, der Geißel des Ödlands, zu. Du fällst und dann baut sich in der Luft rings um dich ein Summen auf und es knistert um deine Schuppen, springen kleine Blitze und dein Sturz verlangsamt sich und du landest in einem Kreis von Leuten, die wahlweise bewaffnet oder in lange dunkle Roben gekleidet sind und das Schiff, auf dem du gelandet bist, beschleunigt deutlich auf ein größeres Schiff hin. Willkommen, sagt eine von den berobten Gestalten. Das nennen Sie willkommen? Ausgezeichnet. Ja, wisst ihr, wer ihr seid? Selbstverständlich weiß ich. Ich bitte euch, wer ich bin. Ich bin Lochimedes zu und von Trondheim. Breitfußdrachling, demnächst ein sehr, sehr böser Drachen, der euch alle abfackeln wird. Gelehrt unter Argus Pendergast. Es gibt die tuscheln leise untereinander. Und ihr solltet euch nicht mit mir und meiner Crew anlegen, die da hinten verschwindet. Wir haben nicht vor, eine weitere Auseinandersetzung mit ihnen zu suchen. Unsere Aufgabe war es, euch aus ihren Händen zu befreien. Befreien? Semantik. Das ist eine Entführung und keine Befreiung. Das seht ihr sicherlich jetzt noch so. Es dauert nicht lange, bis die Schiffe wieder zueinander aufgeschlossen haben und du mitsamt all deinen Begleitern, also denen du ja nicht freiwillig folgst, in den massiven Bauch des riesigen Flaggschiffs mit aufgenommen wirst. Ringsum knistert es und kracht es, Maschinen rattern und surren und du siehst kein einziges biologisches Crewmitglied, sondern nur verschiedenste Gestalten, die selber aus Zahnrädern und animierten Rüstungen bestehen, die in gleichmäßigem Takt auf und ab gehen und verschiedene andere Maschinen bedienen. Faszinierend. Wir haben zugestimmt, dass der Kapitän
zumindest ein kurzes Gespräch mit euch führen darf. Captain Kane, nehme ich an. Korrekt. Welch Ehre. Allerdings auf seine eigene Art und Weise. Bitte folgt doch den Bewaffneten. Sie deuten auf mehrere von den belebten Rüstungen. Tja, man so nett gebeten wird. Mit dem Krunsch, Krunsch, Krunsch der belebten Rüstungen rechts und links von dir geht es bis in einen Raum, der von hin und her zuckenden Blitzen erhellt wird und wo eine Gestalt in einer Mischung aus Rüstungen und schwarzen Mänteln und Roben auf der anderen Seite eines großen Tisches steht, auf dem eine Karte aus Licht schimmert und glüht und sich aus einzelnen Funken immer wieder neu zusammensetzt. Die Figur mit ihrem dunklen Helm und ihren gepanzerten Händen betrachtet, was dort geschieht, und bewegt immer mal wieder diese Hände in sanften Bewegungen hin und her, worauf sich die Karte verschiebt. Und dann faltet er diese Hände vor seinem Körper und schaut hoch zu dir. Ja? Ich bin der, den man Kane nennt. Ich bin der, den man Lurschi verschluckt. Wie das nennt. Ja, die Schwanzspitze zittert hinten. Am liebsten würde sie jetzt greifen und in den Mund stecken. Warum habt ihr mich hier? Was wollt ihr denn von mir? Ich bin niemand. Seid ihr das? Er ja, also langs- in Trondheim vielleicht, aber hier. Kommt langsam um den Tisch herum. Seine bewaffneten Maschinensoldaten treten zur Seite. Hinter dir steht immer noch ein Grüppchen von den Priestern, die die ganze Szene überwachen und leise untereinander tuscheln. Ich war interessiert daran, zu sehen, was die Priester der Stimme jagen. Jagen sie? Aha, doch eine Führung. Jagen? Also ihr wolltet mich, also die haben, warum wollten sie mich denn jagen? Sie haben offensichtlich einen Auftrag bekommen, der mit dem Jahrhundertstern in Verbindung steht. Ah. Aber ich glaube, es hat weniger mit all dem hier zu tun, und er schnippt leise gegen eine deiner Schuppen und gegen deine Finger. Nicht anfassen. Auch wenn sie eine Beschreibung bekommen haben, wie groß die Person ist, nach der sie suchen. Ja, misst so deine Körpergröße einmal vage ab. Tja, ich bin aber der Kleinste in unserer Gruppe. Dann haben die Stimmen da hinten wohl doch den richtigen. Ich glaube, dass es eher vielleicht darum geht, was da drin ist. Und er tippt dir mit einer gepanzerten Fingerspitze tack, klack, klack zwischen deinen großen Augen. Richte den Zwicker. Die Frage ist, hat das, was da drin ist, die Kontrolle oder noch die Hülle? Und er richtet sich wieder zu seiner vollen Größe auf, die deutlich noch über Gil wäre. Also, wer von uns beiden hier mehr Hülle ist als drin, ist ja wohl klar. Ich meine, das ist ja alles Metall. Ihr zeigt nicht mal euer Gesicht. Das ist vollkommen korrekt. Ich habe schon lange übernommen, was einmal meine Begrenzung war, und habe diese Begrenzungen auch sprengen können. Verstehst du, was ich bin? Was auf dich einwirkt? Also auf mich wirken tatsächlich logisch betrachtet nur meine eigenen Gedanken ein und ab und zu die von anderen, wenn ich es will. Ich bin ein Gott. Ja, richtig. Verstehst du das? Ich bin ein Gott der Zerstörung und der Neuerschaffung, aber auch ein Gott der Ordnung. Und in Anbetracht dessen habe ich vor, eine Ordnung aufrechtzuerhalten. Und das heißt, du gehst mit den Priestern, und deine Gruppe, oder wie du sie nennst, wird entfernt, und in Naria wird wieder in seine Zyklen gebracht, so wie es gedacht ist. Ah, in Ordnung, Gott, Kane. Sind das eure Priester sozusagen? Also die Nein. Ich bin ein Gott.
Ich fürchte, sie dienen vielen. Und denen, die sie nutzen. Ja, die Konkurrenz ist groß da oben, nicht wahr? Ja, vielleicht. Ich meine, wie ist es so als Gott? Mühselig? Ja, das denke ich mir. Ja, also wenn ihr mal Hilfe braucht, ich bin zwar nicht so der religiöse Typ, muss ich sagen, sondern eher so der wissenschaftliche, aber irgendwann... Ist das so? Ich glaube, eure Natur ist die eines Täuschers. Naja, und ihr umgebt euch mit Konstrukten, also seid ihr vielleicht dann doch der Wissenschaftler, machen wir einen Wechsel. Denn ganz ehrlich, ich glaube, ihr seid auch ein Täuscher. Hm. Aber das muss jeder Gott sein, sonst könnte er nicht Gott sein. Oh nein, ich muss niemanden darüber täuschen, was meine Macht ist. Und wer sind eure Anhänger, diese Automaten? Das ist einfach. Tatsächlich brauche ich niemanden, der mich anbetet. Ich bin, was ich bin. Ihr hingegen, und jetzt hört mir mal zu, das, was tatsächlich in euch drin steckt. Ihr hingegen täuscht und belügt sogar das, in dem ihr euch versteckt. Ich kann das verstehen. Ich kann es auch ein wenig respektieren. Aber ich habe das Gefühl, dass manche Leute sehr enttäuscht sein könnten davon, was sich tatsächlich offenbart, sobald sie die Haut von diesem Gefäß heruntergepellt haben. Bitte nicht an die Haut, die pellt sich alle Monate automatisch. Verstehe. Ich liefere Ihnen die Mittel und dann werden wir sehen, ob die Ordnung wiederhergestellt wird. Falls wir uns in Zukunft wieder begegnen, wenn ihr euch der Tatsache bewusst geworden seid, was oder wer ihr seid, ob das das ist, was diese Priester von euch erwarten oder das, was ich in euch sehe, dann nichts für ungut. Und mehrere von den Soldaten treten vor, um ihre Waffen und als einer dich an der Schulter berührt, weil es auch in deinem Gehirn nicht anfassen. Und als du das nächste Mal die Augen wieder öffnest, sieht dich Gil an und erzählt dir irgendetwas von Gedichten. Und wir gehen kurz ins Intro. Ihr seid von den fliegenden Inseln eilig ein Stückchen weg, nachdem euch freundlicherweise von Gibi, der ersten Offizierin eures Luftschiffs, eine Leiter zugeworfen worden ist. Und habt Lochimedes, den ihr frisch aus einer Kiste gepult habt, wieder mit hochgenommen. Euer Schiff nimmt ein wenig Abstand zu den Inseln ein, während hinter euch die Himmelswale herangerauscht und geschwebt kommen mit ihrer langen Schleppe an Wolken und Blitzen, die darin hin und her zucken, und mit einem werden die Inseln verschluckt und verschwinden in den Walmägen. Ein bisschen gibt es dabei jeweils so etwas wie eine Kielwelle und das Schiff schwankt ein bisschen hin und her, als das passiert. Das war knapp. Ihr habt mich gefunden. War gar nicht so schwer. Ja. Ein bisschen aufwendig war es jetzt schon. Eigentlich nicht. Also wir haben ein Abo abgeschlossen.
Wenn man ein Luftschiff und eine Crew hat, dann funktioniert das alles. Eine kleine, stämmige Frau mit pinken Haaren baut sich neben der Gruppe auf, den anderen schon bekannt als die erste Offizierin für Luchemie. Das glaube ich höchstens beim Vorbeilaufen einmal gesehen. Hm. Und mustert Luchemedes von oben bis unten. Wegen ihm? Wegen ihm das alles? Ja, genau, wegen ihm. Oh, fein. Gut. Naja, ich meine, er gehört unsere Eidechse. Genau, er gehört dazu und er hätte das Gleiche sicherlich für uns getan. Meine Augen sind unglaublich trocken. Helge kommt von hinten angerannt und wirft sich dir um den Hals. Da er einer von den wenigen ist, die auch ungefähr deine Größe haben. Ich auch. Verbiss. Oh. Hey, dann seid ihr ihm entkommen. Ich muss erstmal ordnen, wo ist dieser Rojo? So? Aktuell also, unter Deck, meinst du? Sehr gut, ja. Ausgezeichnet. Hoffentlich in der Brick, denn der hat mich verraten und verkauft. Ja, das wissen wir. Ah, ihr wisst das schon alles, okay. Ich habe mit Kane gesprochen. Was hat er gesagt? Und wie ist er? Er ist, was denn das jetzt für ein Kane-Gehabe? Er ist überhaupt nicht so, wie du dir vorstellst. Er behauptet von sich selbst, er ist ein Gott. Er ist Chaos und der Zerstörung und der Ordnung. Ist und er hat Gott? Keine Anhänger. Und, ach, was weiß ich, Götter, jeder kann sich Gott nennen. Ich glaube, Gil ist ein Gott. In den richtigen Umgebungen. In welcher? Ja, in welcher? Die müssen wir noch finden. Die finden wir noch, aber viel wichtiger ist, Kane wollte gar nicht mich und das, was ich mal werde, sondern ich befürchte, Kane war hinter Hegnia her. Was? Macht Hegnia. Alles gut. Wieso hinter Hegnia? Naja, sie sind ja ähnlich groß, immerhin. Ja. Ich meine, Hegir macht sehr gute Stullen, aber das kann jetzt doch nicht der Grund sein. Naja, Hegir ist ein Multifunktionswerkzeug irgendwie. Und er ist aus dem Jahrhundertstern abgestürzt. Das ist ja nun, ja. Das ist ja nun, ja, da habe ich ihn ja gefunden. Und das, wollte er. Das macht ihn ja nicht gleich irgendwie besonders oder super gefährlich. Nein. Aber immerhin interessant für jemanden, der sich selbst wie ein Gott hält, mit einer Armee von Automaten. Will's hier nur gesagt haben. Also ich kriege nur die Hälfte von dem mit, was hier gerade erzählt wird, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich aus dem Jahrhundertstern bin. Es ist nur eine Annahme. Mhm. Ich weiß, du kannst ja nicht mal deinen Namen erinnern, aber der ist ja völlig egal. Du bist hier und du bist bei uns und du bist in Sicherheit. Und wenn dich jemand schnappen will, schnappt er mich stattdessen. Sind alle jetzt in Sicherheit, hoffe ich. Gut, was habe ich verpasst? Du musst ein Gedicht schreiben. Was? Du musst ein Gedicht schreiben. Das ist unglaublich wichtig, damit wir die Vertragsbedingungen einhalten. Welche das ist korrekt, ja. Ja, wichtige Vertragsbedingungen. Wie lange war ich weg? Zu lange, offensichtlich. Was für ein Gedicht? Wann? Für wen? Ein unterhaltsames Gedicht. Jibil, klär doch unseren Professor Doktor Schieß mich tot doch einmal auf, bitte. Einmal mit höchstem Vergnügen. Und sie holt den großen, sie schnippt, der große Vertrag wird wieder herbeigebracht. Ein Haufen von Papier, der sich dann zu so einem Liporello ausfalten lässt mit einzelnen Unterabsätzen, die draufgeklebt sind. Captain Gill hat ein Abonnement abgeschlossen, das automatisch jeden Monat verlängert wird und wir arbeiten für ihn als Crew für Anteile von verschiedensten Geschäften, die währenddessen getätigt werden und im Austausch dafür, dass er uns Unterhaltung liefert und nicht so sehr in die laufenden Dinge des Schiffes eingreift, weil er ein Idiot ist. Das habe ich unterschrieben. Ich weiß, du hast das nicht mal gelesen. Es ist eine klare Bedingung dafür, Captain dieses Schiffs sein zu dürfen, dass man nicht allzu viel Wissen über Schiffe mitbringen darf und sich dementsprechend auch nicht einmischt in das, was wir tun. Wir wissen nämlich, was wir tun. Und ihr sollt dafür sorgen, dass wir das mit einem gewissen Stil tun können, sowohl was unsere finanziellen Möglichkeiten angeht, als auch was unsere Laune angeht. Und dementsprechend ist Captain Gill jetzt alle 10 Tage dazu verpflichtet, für Unterhaltung zu sorgen. Mhm. Und dann hast du mich da reingeholt. Ansonsten wird das Abo nämlich gekündigt. Das erklärt so viel. Allein diesen Rojo erklärt es.
Ja, der ist eigentlich, also im Grunde sind wir gerade in der Schwebe zwischen zwei Captains, aber Rojo ist jetzt in der Überziehungsphase und wenn er bis morgen keine Unterhaltung geboten hat, Gil aber schon, ist die ganze Sache auf jeden Fall geklärt. Ansonsten, also wenn es noch weitere Fragen zu den Details des Vertrags gibt oder wieder irgendwelche religiösen Fragen gestellt werden sollen zu irgendwelchen Gottheiten oder sonst irgendetwas, sind wir wieder damit. Die Priesterschnecke, vielleicht weiß sie was über Cain als Gott. Wollt ihr nochmal mit reden? Sehr gerne. Ja, ich sag ihm Bescheid. Gut, sie und lässt den dauert. Vertrag wieder wegtragen. Wir haben doch Zeit. Das ist eine interessante Frage, die ich anschließe. Wohin zieht es uns eigentlich jetzt? Ach ja, wenn ihr einen Kurs habt, dann sagt Bescheid. Ja, immer noch nach Norden zum Stern? Ja, natürlich, oder nicht? Ja, dann sag Bescheid, du bist ja hier. Achso, ja. Captain? Ja, genau, das bin ich. Also setzt einen Kurs nach Norden Richtung Absturzstelle des Stern und tut das gefälligst mit Stil. Hervorragend. 15 Grad Steuerbord mit Stil! Und es gibt ein allgemeines Ei, und dann wird unter dem Singen verschiedener Shanties gleichzeitig an verschiedenen Seilen und dergleichen gezogen und bunte Flammen bersten aus den Röhren hervor. Und dabei werden auch die Stimmen in euren Köpfen lauter. Falls sich nämlich jemand neu dabei sein, fragt, warum da ein Chat durchläuft, der nicht mit dem Twitch-Chat identisch ist, das ist der interne Chat, der auf unserem Discord-Kanal läuft und wo Leute als die Stimmen in einer Kiste schreiben, die aktuell auch dieses Luftschiff betreibt und mitsteuert. Und unter anderem verlangt eine Stimme aus der Kiste, Lorch, schreib ein Gedicht über mich. Und ansonsten murmeln sie über Träume und dass sie lieber draußen wären und dafür gerne Cain in der Kiste sein könnte und dass inzwischen offensichtlich jeder Gott werden kann und ein allgemeines Gemurmel und Gemecker, das die ganze Zeit bei euch im Hinterkopf vor sich hin plöppert. Ich höre, haben wir unser Kleinod immer noch bei uns. Unser Kleinod treibt dieses Schiff an. Ja, dank dieser Kiste sind wir super schnell. Ja, deswegen konnten wir dich auch so schnell retten. Dann hat mich mein eigener Plan gerettet. Wie schön, das ist ja wunderbar. Also gut, ich denke, ein Dank ist vonnöten an meine fantastische Crew. Daher, vielen Dank. Freunde. Gut, dann halt nicht. Ja. Entschuldigung. Es wurde... Schön, dass du... Kennt euch noch nicht. Schön, dass du so schnell hier sein konntest. Ist über die Reling an Bord geschneckt gekommen. Offensichtlich war er irgendwo draußen als Kalfaterer unterwegs. Und für Lurchimedes, ist sogar noch kleiner als du vom Boden hoch und trägt eine fein bestickte dunkelblaue Robe. Hinten ragt ein Schneckenschwänzchen raus und vorne sieht man ein kleines rundes Gesicht mit runden schwarzen Augen, einem runden kleinen Mund und zwei kleinen rundlichen Händen, die aus den Ärmeln hervorragen. Angenehm, glaube ich. Ich bin der Kaplan und Kalfaterer des Schiffs. Was kann ich für euch tun? Wir haben eine Frage. Und zwar Lurchimedes hatte Kontakt mit Cain, der Geißel des Ödlandes. Und er hat behauptet, Lurchimedes? Cain behauptet von sich selbst, er ist ein Gott der Zerstörung und der Ordnung. Und er möchte uns zerstören, damit alles wieder geordnet werden kann. Kannst du dazu etwas sagen? Er betastet seine runden Backen. Das geht in die Richtung einiger metaphysischer Theorien, die es zu der Gottartigkeit und Gottwerdung tatsächlich gibt. Ich meine, es könnte auch einfach nur wahnsinnig sein. Das sollte man niemals ausschließen auf Inaria. Das ist meine erste Idee. Dem schließe ich mich an. Allerdings gibt es durchaus auch Leute, die sagen, dass gerade besondere Fähigkeiten im Grunde auf die Existenz von einzelnen Göttern zurückgehen, die den Leuten diese verleihen. Und wenn eine Person sehr lange im Dienst eines Gottes steht, kann es sein, dass sie zu einem wahrhaften Gefäß dieses Gottes werden. Und also das wäre zum Beispiel eine interreligiöse Erklärung, die sich auf mehrere Überlieferungen beruft, warum jemand vielleicht rechtend sagen kann, er, sie oder Nin sei ein Gott, wenn es tatsächlich der Fall ist, dass der Gott, der die Gabe ursprünglich verliehen hat, inzwischen den Körper übernommen hat.
Lurschi schaut Nessie wirklich? Mit riesigen Augen an. Wollen wir ja mal nicht hoffen. Okay. Alistair? Ja? Bist du eine Göttin? Wenn du das so schön sagst, vielleicht. Weil nämlich die Sache ist, und ich kann das von mir abstreiten, ich bin ein Drache, kein Gott, aber manchmal ist ein Drache auch ein Gott. Es gibt tatsächlich mehrere Gottheiten, die in der Form von Drachen angebetet werden. Exakt, da musst du gar nicht unbedingt ein Ausrufezeichen machen, ich werde nämlich ein Drache sein. Oh nein, es gibt nur verschiedene Wesenheiten, die als Drache bezeichnet werden. Und da dieser Begriff in verschiedenen Sprachen auch leicht unterschiedliche Bedeutungen hat, wollte ich damit andeuten, dass es auch unterschiedliche Wesenheiten sein können, die als Gott verehrt werden, die insgesamt unter den Oberbegriff Drache fallen könnten, auch wenn es nicht per se der absolut korrekte Drache wäre. Ich mag ihn. Ja, ich mag ihn. Ja, jeder mag ihn. Aber im Ernst, Alistair, also ich meine, dieser Kane sagte, ich bin nicht das, was ich eigentlich sein sollte. Und ich denke, er hat damit gemeint, dass ich irgendwann ein großer Drache werde. Aber wenn jetzt hier gerade davon spricht, Verzeihung, ein zu viel, davon spricht, dass Fähigkeiten göttlicher Natur. Und ich meine jetzt zum Beispiel deine Klunker im Gesicht und so. Wie, wegen der Edelsteine bin ich doch noch, also ja, na klar. Und weil du nicht weißt, woher kommst. Bete mich an, meinetwegen, also ich hätte da kein Problem mit. Ich meine, bleibt es nicht Wissenschaft, nicht Religion, aber dennoch eine Theorie, die ich verfolgen werde. Also wenn ich jetzt irgendwie, wenn du nachts in mein Schlafgemach kommst und irgendwie mit Lupen und Pinzetten über mir stehst und versuchst, mir meine Edelsteine aus der Haut zu prügeln, dann werde ich dich häuten. Und zwar so, dass die Haut nicht wieder nachwächst. Genau das hatte auch Kane mit mir vor. Das ist ein Zufall. Lässt das Edelsteine aus dem Gesicht zu pulen? Nein, nein, nein. Niemand pult irgendwas. Die Schnecke scheint deutlich peinlich berührt zu sein von dem Gespräch, in das sie hineingeraten ist. Gibt es noch Fragen? Ich glaube nicht. Oder die abgedichtet werden müssten? Erfahrt er mit seinem Schleim? Korrekt, ja. Ich kann fast mit seinem Schleim. Ich mag ihn. Der härtet geruchsneutral aus und ist nicht giftig und sehr salzwasserbeständig. Also warum nicht, ja? Flexibel? Ja, tatsächlich. Bis zu einem gewissen Grad, ja. Könntest du einmal über meine Schuhe rüberlaufen? Weil die sind nämlich schon lange nicht mehr wasserdicht. Ja, ja, genau. Kein Problem. Heb doch mal euren Fuß. Ich heb meinen Fuß. Der schlonzt einmal über den einen Fuß und dann über den anderen Fuß. Der Schleim trocknet auch ziemlich schnell, den er dabei abgibt. Und du hast danach eine glänzende, gummiartige Schicht über dem Leder deiner Schuhe. Korrekt. Das ist toll, vielen Dank. Gern geschehen. Moschimi, du solltest das mit der Göttin nicht sagen sollen. Ich glaube, das tut dir nicht gut. Ja, das steigt einem sehr schnell zu Kopf. Ich überlege nur gerade, wie dieser Schleim schmecken könnte. Hm. Er ist geschmacksneutral. Er hat doch gerade gesagt, und ungiftig und geruchsneutral. Aber ich gebe dies auf Geschmacksneutral, ich leck trotzdem alles an. So. Mehrere andere Mitglieder meiner Familie arbeiten auch in der Herstellung von Kinderspielzeug in zivilisierten Gegenden, wo so etwas gebraucht wird. Ich werde mich dann weiter um die Abdichtung des Schiffes kümmern. Ja. Ich wünsche noch viel Vergnügen bei den weiteren philosophischen und theologischen Gesprächen. Ich freue mich darauf, zu wissen, falls ihr zu einem Konsens gekommen seid, wie dieser aussieht. Einen schönen Tag noch. Interessante und gleichsam auch ein wenig obszöne Ideen, was man... Egal. Was? Nichts. Mehrere Crewmitglieder sitzen stehen geblieben. und gehen dann schnell weiter. Die Kiste... Dafür bräuchte man Abdrücke und das ist so aufwendig. Wo findet man schon so etwas Großes? Geld, tu doch mal was! Lohnt. Murmelt eine von den Stimmen. Ja, schlecht gelaunt. Lass uns hier raus! Geht nicht. Mann. Eine ganz blöde Frage.
Ich weiß nicht, ob wir das schon überhaupt jemals geklärt haben oder ich das nur vergessen habe. Haben wir schon mal versucht, die Kiste zu öffnen? Kann man die eigentlich überhaupt öffnen? Also ich habe sie bis neulich halt nicht angefasst. Nur Chimedes hat die doch angeschlossen. Ja, angeleckt und angeschlossen und ganz viel damit. Und Helge trägt sie rum. Nein, geöffnet haben wir sie noch nicht, weil ich glaube, die Struktur auch keine Öffnung zugelassen hat, oder? Ja, genau, das ist die Frage. War das nicht so ein Metall? Ist doch sonderbar, Gefäß? Keiner von uns weiß das. Kann man die öffnen, kann man sie nicht öffnen? Also, sonst hätten wir sie ja geöffnet. Die Stimmen sagen jedenfalls die ganze Zeit, lasst uns raus. Ja, eben. Und das ist ja nichts Neues. Ja, und sie sagen auch Lügenjedis, das ist auch nichts Neues. Ja, aber also momentan ist die Kiste ein unersetzlicher Bestandteil dieser Crew. Das ist komplett richtig. Also öffnen sollten wir es nicht. Das Schiff, ja. Ja, ja, ja. Wieso kalfatern wir eigentlich, wenn wir nicht im Wasser sind? Wir sind doch über den Wolken unterwegs. Wie bitte? Schon gut. Ich habe mich gerade gefragt, wann dieses Luftschiff das letzte Mal nass geworden ist. Beim letzten Regen? Gibt es überhaupt Wasser auf Enaria? Ihr fliegt gerade über ein Meer. Also, ja. Übrigens meine Frage, Entschuldigung. Ich habe das nochmal bestätigt, also unter uns ist Wasser. Ja, gut. Ja, weniger Seegang ist doch klar. Fein, dann haben wir jetzt eine Reise vor uns in den Norden und vertreiben uns die Zeit mit Dichten, die du vorträgst. Du bist jetzt im Übrigen mein Unterhaltungsoffizier. Ja, das ist auch echt jetzt wichtig, Luchimedes, weil wenn das jetzt, ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit wir noch haben, unterbrech mich nicht. Wenn du das nicht machst, dann werden wir von Bord geschmissen. Ich hätte sie niemals Göttin nennen dürfen. Ich hab's dir gesagt. Ja, hast du. Also wissenschaftlicher Offizier nehme ich noch an, aber Unterhaltungsoffizier, ich bin doch hier nicht der Klassenkasper. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe dich befördert zum Unterhaltungsoffizier. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied. Ja. Das nennt sich, glaube ich, quasi, das ist sowas wie eine Feldbeförderung. Ja, wir wollen ja nicht, dass wir mitten auf dem Meer vom Schiff geworfen werden. Ja, genau. Wann findet die Unterhaltung statt? Du hast bis morgen könnte der Rojo noch ran, also am besten heute Abend. Ja. Was? Ist das, du hast so viele Bücher gelesen, da wird doch wohl ein Gedichtsbuch dabei gewesen sein. Es hätte schlimmer sein können, er hätte sagen müssen, ich hätte singen können, das wäre viel schlimmer. Das ist dann erst in 10 Tagen vermutlich dran. Also, die erste Offizierin kommt nochmal vorbeigeschlendert. Wir sind ja nicht wählerisch, was die Unterhaltung angeht. Ne? Also, gerne auch mal was Neues ausprobieren. Wir hatten auch jemanden, der Pantomime vorgeführt hat. Der ist wahrscheinlich vom Schiff geflogen, oder? Nein. Als wir versucht haben, ihn über die Reling zu werfen, stießen wir auf eine unsichtbare Mauer, durch die wir ihn nicht ziehen konnten. Nein, die Leute, die versuchen, unsere Unterhaltung zu liefern, die werden wir nicht gleich umbringen. Und wir würden auch euch nicht singen, direkt über Bord schmeißen. Wobei wir jetzt bei der Frage sind, was machen wir eigentlich mit Rojo? Also ich bin eigentlich gegen Leute über Bord schmeißen. Von daher, stört er da, wo er gerade ist? Irgendjemand hat ihm, glaube ich, ein Musikinstrument gelassen, deswegen wird unter Deck geklampft. Aber ansonsten, ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr die Situation mit ihm erklären. Aber ansonsten. Wir könnten ihm ein hübsches Halsband um den Hals legen und ihn quasi immer rausholen, wenn es zum Unterhaltungsabend kommt, damit er uns was vorspielt und unsere Füße massiert. Ich nehme das mit der Göttin wieder zurück. Du wirst größtenwahnsinniger, Alistair. Was denn? Ich finde diese Idee großartig. Aber im Ernst, habt ihr mit Rojo darüber geredet, warum und für was er uns verraten hat? Also hattet ihr ein Verhör? Der hat Schiss. Aber vielleicht kann er uns was über Kane sagen, was wir nicht wissen. Ja, dann, nachdem du ein Gedicht vorgelesen hast, kannst du mit ihm reden, was du möchtest. Also, hau ihm deinen Schwanz um die Ohren. Nein, lass das. Irgendjemand, der Crew, der vorbeigegangen ist. Was? Schweif, sie meinte Schweif. Ja, Schweif. Ja, genau. Ich dachte, bei Eidechsen heißt das Schwanz und bei Pferden heißt das Schweif.
Du siehst, was dann dazu führt. Wie du möchtest, dein Schweif. Also hier, Captain Gill, ist auf jeden Fall der Schlüssel zu der Zelle, in der noch Captain Rojo aktuell ist. Und sollte der über Bord gehen, dann ist das jetzt nicht meine Schuld, aber ich möchte darauf hinweisen, dass nahezu alle von uns hier aus Kulturen stammen, die keine Sklaverei befürworten. Ich auch nicht. Und wir es vielleicht ein bisschen seltsam fänden, bis hin zu einem guten Grund, euch nicht weiter als Captain anzuerkennen, wenn ihr solche Dinge versucht einzuführen. Nein, nein, ich schmecke niemanden also, Fuß von Salz. Was? Diese Kiste. Fußsalz? Ach so. Ach, die Kiste hat komische Ideen. Maron? Oh, entschuldigt, ich fühle mich nicht so gut. Ich bin etwas, hab ganz schön was abbekommen. Hm. Dann solltest du zu einem Arzt gehen. Nein, Moment. Möbius, kannst du dich nicht selber heilen? Ja, er pult mal ein bisschen an sich rum. Okay. Es ist ja ekelhaft, er kaut auf seinen Schwall. Was heißt hier? Okay. Nein, gar nicht. Dann kommt jetzt wieder der Punkt. Du möchtest also heilen, Möbius. Yes. Wo wir Input brauchen aus dem Chat. Lieber Chat, nennt mir eine Farbe des Regenbogens. Eine gerade Anzahl an Beinen. Und eine besondere Art von Augen. Kugel, Stiel, Facetten. Okay, ultraviolett, toll. Indigo. Bananen? Bananenaugen, okay. Also, als du an deinem Pelz rumkramst und zuppelst, kommt etwas raus, das ein lila und wuschelig ist. Und als erstmal als eine Raupe aus deinen Fingern herabhängt, dann 8 Beine von sich streckt. Alle in unterschiedliche Richtungen und dann facettierte Stielaugen aufrichtet, die sich in deine Richtung drehen und dann öffnet sich ein winzig kleiner Mund vorne in dieser großen, fälligen, achtbeinigen Raupe und macht Oh, ist das niedlich! Gib ihm einen Namen, gib ihm einen Namen! Versucht es sich in den Mund zu stecken mit einem Ausruf. Es steppt sich mit allen 8 Beinchen gegen deine Lippen. Ich kann dir Hilfe brauchen! Das schaffst du schon alleine. Nimm doch einfach mal Messer und Gabel zur Abwechslung. Es schiebt sich nochmal wieder raus. Und dann verschwindet es in dem großen, breiten Mund von Möbius. Und schlucken. Das war niedlich. Und du kannst auf jeden Fall 2 W8 Trefferpunkte dir wieder aufverdienen. Nach was schmecken die eigentlich, Möbius? Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Oder? Ja. Immer unterschiedlich? Unterschiedlich. Ja. Etwas bananisch, fischig. Naja, so. Das kommt drauf. Bananig und fischig. Können das eigentlich alles wahr? Die meisten. Nun, man begegnet sich nicht so oft. Was würde denn passieren, wenn ich das jetzt essen würde? Bist du satt? Würdest du dann auch geheilt werden? Vermutlich nicht, oder? Nein, das wäre nicht so gut. Nein. Und würde ich dann krank werden? Kriege ich dann deine Verletzung, wenn ich das dann esse? Ja, würde es mir nicht besser gehen. Ach so. Ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, sowas zuzubereiten. Dieses klipschige Scheißerchen. Und deswegen wird es ja roh verköstigt. Hey, Gier? Hä? Kannst du uns Sandwiches machen? Irgendwie habe ich gerade Appetit bekommen. War ich da gut drin? Ja, sehr. Dann werde ich mich wohl ein weiteres Mal in die Küche begeben. Vielen Dank. Wenn du mir gut zuredest. Du schaffst das. Du bist der beste Sandwichmacher. Dankeschön. Und dafür, dass wir nicht mal wissen, wer Hege ist und
Vielleicht der irgendein was Bedeutendes ist, wo auch immer er herkommt. Hegi ist bedeutend. Er ist einfach unglaublich praktisch und kann einfach alles. Er ist unser Sandwichmacher. Und er kann im Dunkeln leuchten, er kann schweben, er kann eine Kiste tragen, er ist super niedlich, er ist unglaublich freundlich. Das kann viele von euch nicht behaupten. Also das mit dem Leuchten und dem Schweben. Na gut. Will gar nicht niedlich sein. Will gar nicht schweben. Dafür bist du freundlich. Nein, Spaß. Moment, hey, Moment mal! Gut, dass du wieder da bist. Wir freuen uns. Ja, ich hab euch auch vermisst. Gesundheit. War nicht besonders angenehm bei diesem Kane. Das glaube ich. Der ist so gruselig, oder? Und vor allen Dingen, was hat es mit diesen ganzen Automaten auf sich? Ich meine, wenn man in seine Dienste tritt, dann wird man zu so einer Monster hirnlosen Automatenpuppe oder wie? Und das Schlimme ist, dieser Kane hat mich ja gar nicht entführt. Das waren diese Stimmen, die ihr Ach ja, habt. Die habe ich schon ganz verdrängt. Ja, die haben mich ursprünglich. Und Kane wollte nur kurz mit mir plauschen, um zu sehen, ob ich auch ein Gott bin. Keine Ahnung. Weißt du, wenn der Kane seltsam ist, dann sind die Priester dieser Stimme, war das, oder? Ja. Die sind noch seltsamer. Ich habe ihnen ein Messer an die Kehle gehalten. Und er wollte nicht sagen, warum sie dich entführt haben. Fanatiker. Sandwiches! Das sind alles, also die Geschmäcker, die sich entfalten von dem dunklen, leicht angetoasteten Brot über die verschiedenen Soßen, die da drauf sind, die kleinen salzigen Fischchen und verschiedene Gemüseschichten, das harmoniert alles perfekt zusammen. Oh. So, wenn jemand ein Gott ist, dann ist das Hegir. Aber Sandwich-Gott. Möglicherweise. Das könnte sogar sein. Ja, bitte. Danke. Vielen Dank. Und dann geht er zu einem der Stapelteppiche, die an Bord liegen, legt sich zurück und streckt die Beinchen aus. So, ich würde euch ja wirklich gerne ein Sandwich abgeben, liebe Truhe. Lieber Inhalt der Truhe. Genau. Aber die Truhe verlangt ein Opfer. Ach, wisst ihr was? Ich leg euch einfach ein Sandwich auf die Truhe. So, auf den Deckel. Hätte ich auch vorgeschlagen. Ja, genau. Ja. Du gehst runter und nimmt einen halben Sandwich mit und legt ihn auf den Truhendeckel. Aha. Viele Stimmen in einer Truhe. Und guck erwartungsvoll, ob was passiert. Ja, du legst ein Sandwich auf die Truhe. Die schimmert, die besteht, wie schon ein paar Mal beschrieben, kurz zur Auffrischung, aus einem großen Block von etwas, das fast ein bisschen an Rauchquarz erinnert, dass man durch die äußeren paar Finger breit an den Kanten zum Beispiel so durchschauen kann. Aber wenn man versucht, genau durchzugucken, ist es undurchsichtig, dadurch, dass eine Dunkelheit und fast schlierenartige Substanz ebenfalls in diesem Kristall eingeschlossen ist. Und einzelne zueinander schräge Flächen da drin reflektieren das Licht in unterschiedlichen Farben, sodass sie mal grünlich, mal bläulich, mal fahlorange ein bisschen glitzert. Und an dieses Material sind mehrere goldene Verzierungen angebracht, die scheinbar einfach dran kleben, weil keine Schrauben oder sonst irgendetwas im Spiel sind, mit der man die Kiste hochheben und tragen kann. Und insgesamt hat sie so vielleicht 1 Meter mal 50 Zentimeter Maße, grob gesagt. Und aktuell sind eine ganze Reihe verschiedener Kabel und Leitungen halbherzig dran angeschlossen, aber so, dass es offensichtlich reicht, um in irgendeiner Art und Weise Energie aus dieser Kiste an die verschiedenen Mechanismen des Schiffes zu übertragen, um es in der Luft zu halten. Die Kiste vibriert leise, nachdem du das Sandwich draufgelegt hast. Du guckst sehr interessiert und dann macht es eine Möwe fliegt durch ein Fenster heraus, packt sich das Sandwich, fliegt zum anderen Fenster wieder davon und ist verschwunden. Du Möwe!
Tja, tut mir leid. Ach, hätte sie Möbel nicht gemacht, hätte ich es gemacht. Das ist eine Kiste, die ist kein Sandwich. Und sie geht auch nicht auf, so wie es Arsch sieht. Also jetzt momentan sowieso nicht. Aber es sind ja, aber viele die Stimmen drin. Die Kiste hat so viel Gutes getan und sie hatte ja keine Wahl. Und wenn ich mir so vorstelle, ich wäre in einer Kiste gefangen und jemand würde die ganze Zeit an mir rumsaugen. Hm. Nein, Moment. Ich würde das bestimmt nicht gut finden. Wenn jemand ungefragt an mir rumsaugt. Irgendjemand draußen auf dem Gang von der Crew, wieder ein zufälliges Crewmitglied, die Hörweite spuckt aus Versehen ein bisschen eines Getränks aus. Doch genau derselbe. Scheint irgendwie komisch zu schmecken, das Wasser heute. Nun, Captain G, was machen wir denn jetzt mit unserem Roy oder unten? Ja. Also, ich würde vorschlagen, wenn wir da unten irgendwo mal Land sehen, dann können wir ihn ja an einem Hafen absetzen. Einverstanden. Finde ich gut. Hm. Also ich bin gegen einfach über Bord schmeißen. Das ist nicht nachtragend. Ja, ich bin auch dagegen, ihn einfach von Bord zu schmeißen. Und wenn es nicht anerkannt ist, jemanden ein Halsband umzulegen, dann kann ich das auch also so akzeptieren. Die zappeln auf der einen Seite wegen dem Halsband rum, aber auf der anderen Seite würden sie jemanden über Bord schmeißen. Also die Moral hier an Bord ist sowieso ein wenig fragwürdig, was das angeht. Ich sag ja gar nichts. Ja, und ansonsten segeln wir nach Norden. Mhm. Osten! Osten? Dachten wir nach Norden. Ihr wollt so dorthin, wo vermutlich die Koordinaten des Sterns sind, auf dem anderen Kontinent. Die Erste Offizierin Jibil. Captain, lass doch die Crew einfach machen. Genau. Ja, dann stimmt das schon so. Jibil weiß schon, wo wir hin müssen. Du sagst, wo sie hin. Offensichtlich besser als der Captain. Also nach Norden wird es von hier aus eigentlich immer nur noch kälter und langweiliger, um ehrlich zu sein. Ja, dann auf jeden Fall nach Osten. So. Gut. Langweilig kann ja keiner wollen. Hey. Wir haben auch mit den Wahlen ziemlich gute Zeit gemacht, während wir die Schiffe verfolgt haben, bei denen Lochimedes? Luffy? Alles gut. Lügenmedes. Hey. So heißt auch niemand. So heißt auch niemand. Lochimedes von Tröntein. Freut mich, Ihre Bekanntschaft nun auch namentlich zu machen. Fräulein. Jibilja Dragna. Jibilja. Ah, ja. Die erste Offizierin. Richtig. Korrekt. Ja, sehr gut. Dann fühlen wir uns in sehr, 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 sehr fähigen Händen. Dann arbeite ich mal wohl an meinem Gedicht. Ja, heute Abend ein bisschen Unterhaltungsabend. Ich denke, morgen sollten wir dann die Küste erreichen und dann können wir ja schauen, wo wir Ruyo absetzen. Ansonsten vielleicht redet ihr nochmal mit ihm und überlegt, wie rachsüchtig ihr euch fühlt, Lochimedes. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir weiter wie sonst, ja? Ja, genau. Ausgezeichnet. Übrigens eine hervorragende Energiequelle und sie tätschelt leise die Kiste. Ja. Ich glaube, das gefällt ihr. Seitdem ihr gut zugeredet worden ist durch Kapitän Gill, haben wir einen sehr gleichmäßigen Output an Energie und auch keine Probleme mehr mit dem Steuern. Ja, wichtiges Crewmitglied, würde ich mal sagen. Danke. Tätschel. Alles klar, dann warten wir mal, bis wir die Küste erreichen. Lochimedes, also hier ist der Schlüssel für die Brick. Ich habe kein Interesse, mit ihm zu reden. Ich bin nicht nachtragend. Ich bin dafür, ihn auszusetzen. Ich habe keinerlei Strafe im Kopf, aber ich habe auch kein Interesse, mit ihm zu reden. Am Ende könnte ich ihn fressen. Nein, du hast keinen, dein Mund ist gar nicht ausgedrückt. Ich bin mir nicht sicher. Oder kannst du das Gleiche mit deinem Mund wie Möbius? Nein, kann ich nicht. Ich bin ein Drache. Aber wenn jemand mit ihm reden will, Alester hat doch immer einen ganz guten Draht mit ihm gehabt. Ich habe schon ein paar Mal mit ihm geredet. Dann aufregend ist das auch nicht. Eben. Also ich lege keinen Wert darauf, ihn jemals nochmal zu sehen. Na gut. Aber, was mich mal interessiert, du warst doch bei diesen Priestern der Stimme, oder? Was haben die dir denn erzählt? Nichts. Also, auch nichts. Die haben mich geschockt mit einem Blitzstab und dann war ich weg, bis ich dann das Gesicht des Captains gesehen habe.
Also Sie haben sowas gesagt von wegen, es wäre für uns alle von äußerster Wichtigkeit und irgendwie für den Erhalt der Welt oder so. Ich weiß jetzt, unterbricht mich jemand, wenn ich mich nicht richtig erinnere, aber genau sagen wollten Sie nicht. Also was genau los ist und wofür Sie dich brauchen, wollten Sie auch nicht sagen. Alle elendig verreckt. Wie gesagt, ich vermute, Sie haben nicht mich gesucht, sondern Herr Gier. Wofür Sie ihn brauchen, ist auch schwammig, aber hey, nicht sagen, worum es geht, das ist sinnbildlich Religion, von daher. Ich habe sogar angeboten, Ihnen zu helfen, aber Sie wollten einfach nicht. Gegen Fanatismus kommt man nicht an. Ich finde das schon ein bisschen krass. Das Ergebnis stimmt, ich bin wieder hier, ich bin euch dankbar und wir müssen uns um die keine Sorgen machen, weil die alle tot sind. Und es ist wie so ein Gefühl, an einer Stelle juckt es, an der man sich nicht kratzen kann. Ich will echt unbedingt wissen, was mit denen auf sich hat. Sie sind jetzt ja weg, also eigentlich ich komme bestimmt nicht mehr in die Richtung. Aber was ist, wenn es wirklich wichtig war, dass sie das irgendwie durchziehen, was auch immer sie vorhatten? Dann hätten sie das ja sagen können. Haben sie aber nicht. Ja, da hast du auch wieder recht. Wollte ich ja sogar helfen, also damit ist alles erledigt. Helge schlappt an euch vorbei. Was denn? Alles gut. Hab in der Sonne geschlafen. Ein bisschen Kopfweh. Hey. No. Trink was, dann geht's dir gleich wieder besser. Das geht gut. Du kannst dich auch in meine Sandkuhle legen, wenn du möchtest. Du siehst im weiteren Hintergrund ein Crewmitglied, das erstarrt ist mit dem Getränk an den Lippen und sich unsicher ist, ob das eine Anspielung war oder nicht. Ihr trinkt so viel. Das war keine Wir sind hier in warmen Gegenden. Wir müssen nicht immer zum selben Zeitpunkt trinken. Trinkt halt vorher. Oder spuck's jetzt aus. Ja, sie hat Sandkohle gesagt. Ja, es ist eine Sandkohle. Und ist das jetzt so überall? Also, ich gehe einfach woanders hin. Aber ich muss ihn kurz unterstützen. Ich weiß auch nicht, was du meinst. Was ist denn eine Sandkohle? Ja, dann geh doch mal runter und guck dir die 1000 Schlafzimmer des Captain Royo an. Dann weißt du, was ich meine. Und ich bin plötzlich meiner Neugier befreit. Danke. Aber Lurchimedes, solltest du mal einen Roman schreiben, hast du jetzt bereits einen Titel. Die 1000 Schlafzimmer des Captain Royo? Ich sehe das Cover. Ja, so kitschig. Und man kriegt es bei Zeitungshändlern zu kaufen. Jeden Monat neu. In der Tat. Ja. Das Schiff wiegt sich weiter im Wind ostwärts. Wollt ihr noch was tun? Was unternehmen? Euch mit jemandem unterhalten? Weitere Informationen sammeln? Ein Gedicht vortragen? Lurch schließt sich ein und arbeitet am Gedicht. Und abends steht er dann in der Messe. Oh. Ich beobachte die Crew und versuche mal was zu lernen. Ich ruhe mich auch aus. Wow. Ich finde, als Captain sollte man wissen, wie so ein Schiff funktioniert. Also, aktuell bist du der Meinung, dass es vor allen Dingen funktioniert, indem immer die Person, die gerade den Befehl hat, den Rest laut anschreit. Das ist schon mal gut. Und das dann machen die Dinge. Und alles heißt anders, als man denkt. Also, was du als ein Seil identifizieren würdest, ist eine Leine oder ein Tau. Und etwas, was für dich einfach aussieht wie ein bestimmtes Stück Holz, ist ein Nagel und nicht einfach nur ein Nagel, es ist ein Belegnagel offensichtlich. Es ist wichtig, dass jeder Gegenstand auf dem Schiff nicht so heißt, wie er heißen sollte. Ja, guck mal, wenn die Offizierin mal ein bisschen Zeit hat, dann kann sie mir das alles mal erklären. Dann lerne ich auch mal, wie so ein Schiff funktioniert. Ist doch gut. Vor allem, wenn ich vorhabe, weiter Captain zu sein. Gut. Die Dämmerung kommt über euer Schiffchen. Unter Deck hört man leise Ex-Kapitän Royo auf irgendetwas, das Saiten hat, rumklampfen und dazu summen. Es wird Essen gekocht, eine weitere Ladung Sandwiches, nach gutem Zureden von Hägel zubereitet, die wieder göttlich schmecken. Und nachdem alles frisch kalfatert ist, kriecht die Kaplansschnecke an Deck, wo sich dann langsam die Crew alle versammeln, so in einem lockeren Halbkreis rings um den zentralen Part des Decks. Es werden verschiedene Snacks hin und her gereicht und Getränke. Ja, dann aufgrund der AGB und des unterschriebenen Vertrags durch Captain... Tanzen!
Gil, Ron, Bertie, ausziehen! Bin ich hier als Unterhaltungsoffizier angestellt und bin in der prekären Lage, euch zu unterhalten. Ja. Und wann fängt er damit an? Ich arbeite daran, ja. Ich bin Wissenschaftler, kein Clown. Also, ein Schmähgedicht von Lucius Sutrenheim über den fantastischen Captain Gil Ronbert, der mich in diese Lage gebracht hat. Das ist ja ein vielversprechender, sehr gute Idee. Gute Wahl, Captain. Die sind alle so laut. Der Gil weiß nie, was er will. Mal kämpft er rasend, mal ohne Hast. Aber er ist unser Captain. Zumindest fast. Der Gil glaubt, er hätte Stil. Dabei trägt er nur Kleidung, die ihm einfach nur passt. Aber er ist unser Captain. Zumindest fast. Der Gil hält nur selten still. Er plaudert, schwatzt, nörgelt und fällt uns zur Last. Aber er ist unser Captain. Zumindest fast. Der Gil will immer viel zu viel. Er giert dem Gold stets ohne Rast. Aber er ist unser Captain. Zumindest fast. Der Gil ist wie unser Schiff. Ein Schiff ohne Segelsteuer und Mast. Doch er ist unser Captain, weil er zu uns passt. Oh. Das Jubel geht durch die Menge. Ja. So, jetzt habe ich 10 Tage Zeit. Vielen Dank. Ich gehe jetzt in die Kajüte, irgendwo hin, wo ich. Lass mich. Ja, und ich schlingel mich durch diese ganzen Leute durch. Das Zimmer mit der Sandkuhle ist frei. Ich will nicht in die Sandkuhle. Und geht unter Deck. Die ganze Crew, es gibt so ein kurzes Tuscheln, dann steht die erste Offizierin auf. Absolut genehmigt, 10 Tage Frist bis zum nächsten Mal Unterhaltung. Hervorragend. Juhu. Gut gemacht, Captain. Also, fast. Ihr setzt eure Reise nach Osten fort. Wir können die Zeit vorspulen, wenn ihr wollt. Es sei denn, es soll jetzt noch etwas passieren außer Gedichte, dass immer mal wieder Leute irgendwelche Haha-Fast-Witze über das Gedicht von Lochimedes machen. Und noch vorspulen? Geht doch. Du. Der Dämmerung des nächsten Tages kommt die Küste in Sicht, die sich langsam aus einem warmen Nebel schält, der dort, wo ihr drauf zuhaltet, aber etwas dunkler zu sein scheint als sonst über dem Regenwald dort. Und vor allen Dingen seht ihr an einer Stelle, die sich eigentlich perfekt dafür anbieten würde, dass dort eine Stadt liegt, nur fast gläsern aussehenden dunklen Boden, auf dem hier und da einzelne kleine Flämmchen tanzen. Etwas, das ist eine vorgelagerte Insel. Etwas, was sich dann ein paar Meilen weiter an der eigentlichen Küste relativ schnell wieder fortsetzt. Und ihr seht dort eine ganze Reihe von einzelnen Lagern, teils improvisiert, teils sogar relativ routiniert aus Zelten und zusammengebastelten Materialien gebaut, wo Leute zu euch auch hochspähen, die Augen gegen das Licht bedecken, um einen Blick auf euch zu haben, während ihr semi-hoch nur, damit ihr auch sehen könnt, was ihr tut, über die Küste hinweg segelt. Und es wird mit Armen gewunken und zu euch hochgerufen und dann seht ihr auch jemanden, der sich über einen glühenden Kessel neigt und anfängt mit Gesten da einzelne Fäden von Licht herauszuziehen und irgendetwas vorzubereiten. Was ist da unten? Was machen die da? Keine Ahnung, was ist da passiert? Die Offizierin. Aber ich glaube, sie, die Lichtfäden bilden jetzt mehrere große glühende Symbole. Sie signalisieren uns, dass wir in eine Gefahrenzone fliegen. Abdrehen oder sowas? Vielleicht sollten wir mal. Naja, schauen. Also wenn dieser Komet hier in die Richtung so runtergekommen ist, dann ist das natürlich wahrscheinlich nicht ungefährlich, aber das war uns ja vorher klar.
War uns vorher klar, und es war uns vorher klar, oder? War anscheinend. Ich dachte, der wäre schon längst irgendwie ausgelöscht, gelöscht oder nicht mehr glühend oder sowas. Naja, wenn der groß ist, dann dauert das ja auch ziemlich lange, bis der kühl ist, oder? Da bist du jetzt auch noch Astronomiker. Nein, aber wenn man einen großen Eimer voll heißem Wasser hat, ist das langsamer kalt als eine Tasse voll heißem Wasser. Das lasse ich gelten. Sollten wir anhalten? Ja. Ja. Wir sollten wenigstens mal fragen, was da über was genau da passiert ist. Das heißt, soll ich tiefer gehen und euch eine Leiter runterlassen? Ja. Augenblick. Ich habe vorher eine Frage. Selbstverständlich. Ich wende mich der Offiziere zu. Ist das eine gute Idee? Kann ich nicht beurteilen, Captain. Wir waren erst sehr selten auf dem Ostkontinent. Und nicht in dieser Gegend. Dann fragen wir nach, was da im Osten genau liegt und was da passiert ist und warum es eine Gefahrenstelle ist. Das sind Informationen, die finde ich praktisch. Also ein Stück runter, dass man mit der Leiter da so runterkommt. Sehr wohl. Gut. Sie fängt wieder an, Befehle zu brüllen. Die Leute machen irgendwelche Dinge mit Gegenständen, die falsch heißen, und das Schiff sinkt tiefer. Und es wird dann wieder die Strickleiter über den Rand gekickt. Freunde, ja? Wenn wir jetzt das Schiff verlassen, lassen wir, ihr wisst schon, was hier zurück. Warum verlassen wir jetzt nochmal das Schiff? Ich war irgendwie gerade mit Morgentoilette beschäftigt. Um herauszufinden, was hier alles passiert ist und warum sie uns warnen, was hier gefährlich ist und ob wir auf dem richtigen Weg sind zum Stern. Oh, Moment, also sie warnen uns, dass es hier gefährlich ist, ja, und wir gehen jetzt trotzdem runter, weil es auch gefährlich ist. Zumindest nicht blind weiter, weil es vielleicht im Norden, im Osten, in die Richtung halt noch gefährlicher ist als hier. Es ist überall gefährlich. Ja, aber wir sollten das Schiff nicht riskieren. Und wir sollten doch erstmal wissen, was sie uns zu sagen haben. Genau. Die Crew steht geduldig um euch herum und die Strickleiter, die sich runtergeworfen haben. Außerdem haben wir den Hüter der Kiste, Hegir, und der passt auf den Rest hier auf. Also wollen wir Hegir und die Kiste hier lassen. Hegir und die Kiste, die wahrscheinlich jemand anderes mitnehmen wollte. Dann schlag was Besseres vor. Kann ja Rojo einfach mitnehmen. Nein, nein, um den geht's mir nicht. Ach, mir ist das völlig egal, als ob ich an der Kiste hänge, die mich die ganze Zeit beleidigt. Aber ich gebe es nur zu bedenken, wir laufen nur wegen dieser Kiste hier herum und Hegir. Und wenn wir die jetzt beide unbewacht hier an Bord lassen... Dann bleibst du einfach hier. Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Mich haben sie das letzte Mal mitgenommen. Es gibt größere und stärkere von uns. Dann bleib ich halt hier. Niemand muss hier bleiben. Wir nehmen die Kiste und Hegir mit. Das Schiff ist kein Vater, das ist wasserdicht. Das kann doch einfach ganz normal, wie ein Schiff es sein sollte, an Wasser anlegen. Und wir legen an Land an, das klingt verrückt, macht niemand mehr, aber dann können wir das Schiff dort festmachen und mit der Kiste und Hegir an Land gehen. Und meinst, mit der Kiste wir wieder nehmen zurückkommen. Wir nehmen beides, was unglaublich wertvoll und einzigartig ist, mit in ein Gebiet, von dem die Leute, die dort wohnen, gesagt haben, es ist gefährlich. Genau, weil wir das immer machen, seit wir uns kennen. Aber wenn wir die Kiste hier lassen... Will die Crew guckt schon. Ja, die Crew murmelt wieder untereinander und die erste Offizierin, Jibili, kann mir wieder davon. Ihr schlagt also vor, dass ihr die Energiequelle, die uns in der Luft hält, aus dem Schiff entfernt, dafür sorgt, dass wir landen, worauf dann wir alle ohne die Möglichkeit, schnell wieder zu starten, an diesem unbekannten Ort sind. Genau, absolut hilflos. Ich finde, sie hat einen Punkt. Ich bin dagegen. Nein, dann lassen wir doch die Kiste da, damit die Crew einfach schnell starten kann ohne uns. Auch eine tolle Idee. Wir haben einen Vertrag unterschrieben. Ja, eben. Sie haben einen Vertrag unterschrieben. Wann läuft der aus? In 10 Tagen. In 10 Tagen erst. Sind wir einen Tag unterwegs? Tatsächlich läuft der in einem Monat aus, aber ab in 10 Tagen können wir anfangen nachzuverhandeln, Schadenersatz wegen mangelnder Unterhaltung zu bekommen. Mit zum Beispiel jemandem, der unten in der Brick ist. Ich gebe ja nur Ideen. Am Ende entscheidet der Captain. Und wir können doch Rojo mitnehmen. Wir wollen ihn doch hier lassen. Ja, aber das ist ja keine Stadt jetzt. Ist doch egal. Weg ist weg.
Das ist nein, egal. Wir setzen nicht einfach Leute irgendwo im Nirgendwo aus. Da sind doch noch andere Leute. Also lassen wir Rojo samt Kiste und Tegir hier auf dem Schiff. Ich bin dafür, dass wir Rojo mitnehmen. Was sag dahin, ich dahin, wo es gefährlich ist. Meinetwegen, dann holt Rojo. Okay, wer holt Rojo? Ich. Als du die Tür aufmachst, er hat irgendwo einen Bademantel hergefunden, der in einem perfekten tiefen V zugebunden ist, lehnt auf einem Divan und spielt auf einer kleinen Laute. Tling, tling, tling. Ding, ding, ding. Alester. Rojo. Was kann ich für euch tun? Wir haben beschlossen, dass du mit uns kommst zu einem wunderschönen Landspaziergang. Also, zieh dir was über und schwing deinen Hintern mit. Ach, ja, gut. Ist es eine Art von Landspaziergang auf einer kleinen Insel, der damit endet, dass ich bleibe und ihr wieder geht und keinerlei Vorräte dort sind? Wenn ich dir das jetzt schon verrate, ist es doch keine Überraschung mehr. Ich habe wahrscheinlich keine Wahl, richtig? Richtig. Ah, die Unterhaltung muss wirklich sehr gut gewesen sein, wenn die Crew so auf eurer Seite ist. Fein. Ich ziehe mich eben um und er wirft den Mantel an von sich und fängt an, sich ungeniert verschiedene Sachen anzuprobieren, bis er dann eine Zusammenstellung von Hosen, Hemd, Stiefeln und dergleichen hat, mit denen er zufrieden ist. Ich war ja übrigens dafür, dass wir dich behalten, dir ein Halsband umlegen und du unsere Füße massierst, aber deine Crew ist gegen Sklaverei. Oh, ja, ja. Die meisten von ihnen kommen aus Regionen, die die persönliche Freiheit sehr schätzen, so wie ich. Hm. Das ist korrekt. Ja, dann. Ich komme dann wohl mit. Nach ihm. Nein, nach dir. Macht Sinn. Vorsichtige Frau. Er geht raus. Und nähert sich. Hallo, hallo, hallo GBL, hallo UU, hallo Nat-Crew. Und grüßt seine Ex-Crew. Soll ich als erster runterklettern? Weiß nicht, Captain? Möbius klettert vor. Ich? Ah, ist mir doch egal. Klettert runter. Ich kletter auf Möbius Rücken wieder. Fupp. Ah ja. Das heißt, als erstes kommt ein Möbius runter. Die Strickleiter. Und landet neben einem großen Tisch mit tiefen Einkerbungen im Stein und eine ganze Reihe von Leuten verschiedener Bewaffnung, Größe und Hautfarbe, aber alle im Grunde humanoid, beobachten dich von dem kleinen improvisierten Lager aus. Na, hallo. Böse Katze. Mehrere von denen tuscheln untereinander, dann heben sie alle die Waffen ein. Fahr! Er wird uns fressen! Nein! Ich winke von Möbius Rücken. Alles gut. Er hat schon jemanden gefressen. Befreit ihn, befreit ihn. Nein, befreit ihn, verschlingt. Nein, nein, das ist ein absolutes Missverständnis. Es kann sprechen. Sie kommen vorwärts geströmt und halten dann etwas irritiert in, sobald das scheinbare Opfer des Sphar ihnen versichert, dass alles in Ordnung ist. Setzt ein Lächeln auf. Wir kommen, um zu helfen. Warum sollte ein Sphar mit einem Schiff ankommen, um euch zu fressen? Sphar sind wilde Bestien. Mhm. Die uns verschlingen, um ihre Nachkommen zu erzeugen. Was? Hab ich gehört. Folklore. Doch Quatsch. Also erst Rojo runter und dann ich. Das hier ist Herr Möbius. Einer der kultiviertesten Sphar, die ich kennen durfte. Das ist Leuchimedes aus Trondheim oder so, ein kultivierter Wissenschaftler. Und ich bin Captain Rojo. Und Captain Rojo tritt auf eine bewaffnete, stämmige kleine Frau zu, nimmt ihre Hand, diese versucht wieder wegzuziehen und gibt ihr einen sanften Kuss auf die Knöchel. Danach kommt alles dahinterher. Rojo, ihr solltet euch das Captain langsam abgewöhnen. Wieso? Er ist doch noch Captain. Von welchem Schiff? Ach, ist das immer an ein Schiff gebunden? Naja, dem hier nicht mehr. Also ich meine, du hast auch keine Bücher dabei und nennst dich irgendwie Doktor, Professor oder so. Nein, so nur irgendwas. Professor. Und ich habe ja, siehst du, Professor. Ja, und ich habe kein Schiff. Und wen unterrichtest du so als Professor? Wir müssen auch schon immer zu streiten, wenn andere da sind. Also, da hat er recht. Entschuldigung, wir wollen jetzt nicht unterbrechen, aber ich dachte, ihr habt Interesse mit uns zu reden, wenn ihr hier runtergekommen seid. Aber wir müssen natürlich nicht. Wollt ihr Privatsphäre oder sowas? Na, habt ihr? Also ich drücke mich mal jetzt an Möbius da so vorbei. Ne? Mhm. Schönen guten Tag, Captain Gil Ronbert, mein Name.
Wer von euch beiden ist jetzt der Captain? Ich. Seht ihr? Nicht er. Er war es mal. Jetzt bin ich's. Fine. Karush. Anführer der Karushim. Überlebende des Sternsturzes und Begründer einer neuen Nation. Ah. Also sind das hier alles Spuren von dem Sternabsturz? Allerdings. Der Jahrhundertstern fiel vom Himmel und er zog über unser Land hinweg. Und dort, wo er hinwegzog, gab es lauten Knall. Und die Bäume brachen und barsten und das Land wurde zu Glas. Und seltsame Sachen sind vom Himmel herabgetropft, die bis heute noch brennen und die sich nicht löschen lassen, weder mit Wasser noch mit Sand. Es hat viele Leben gekostet und Karush die Möglichkeit gegeben, endlich das zu werden, was er immer sein wollte, wofür er geboren wurde. Der Jahrhundertstern hat das gebracht, was er versprochen hat, nämlich große Umwälzungen. Außerdem brennt es im Osten von hier ziemlich. Das wollten wir euch mitteilen. Außerdem geben wir euch hiermit die Gelegenheit, euch den Karushim anzuschließen. Wir werden über die Steppen ziehen und ausräubern, was jetzt noch versucht, an Zivilisation festzuhalten. Ja, das solltet ihr vielleicht lassen. Das wollen wir jetzt, nein, das gar nicht vorschreiben. Das ist nur ein Vorschlag. Ich meine, versucht doch mit, wenn es im Osten noch Zivilisation gibt, das weiß ich nicht, wir kommen ja aus dem Westen, mit denen zu handeln. Ihr kommt von jenseits des Wassers und bringt einen Sfar mit, der zahm ist? Ja. Seltsam. Was heißt jetzt zahm? Also erstmal ist nicht zahm, sondern schlau. Genau. Deswegen ist er der Captain. Zwar können nicht schlau sein. Zwar haben wie keine bitte? Hörer. Die zwar im Westen sind sehr wohl schlau. Aber er sieht genauso aus wie die wir hier haben. Macht ja alles nur von der Farbe abhängig. Ihr seht ja auch alle ziemlich gleich aus. Wenn er euch gehört, werde ich ihn vorerst nicht anrühren. Er gehört uns. Niemanden! Er ist unser Heiler, Diener. Wie? Ich bin hier überhaupt kein Diener. Entschuldigung. Er hat seinen eigenen Kopf, deswegen sagt er immer, dass er... aber er gehört uns und wir fordern auf, dass er nicht angerührt wird, bitte. Übrigens, ganz kurzen Einwurf. Es wurde über Shipping abgestimmt und Gil und Alesta waren in der Sandkuhle laut Chat. Das... ja. Aber die Kamera hat da geschmackvoll woanders hingeschwenkt oder was auch immer da passiert ist. Übrigens, Platz 2, Lurche und Möbius. Ich finde, wir brauchen dafür auch schöne Shipping-Namen. Gelester und Lurchius oder so? Nicht? Möbimedes. 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 Das gefällt mir. Möbimedes. Oh Mann. Ja, danke, Chat. Und wie Nico mich auch in den Privatchat drauf hinweist, widerspricht sich das ja auch nicht, kann ja beides passiert sein. Gleichzeitig. Danke, Nico. Gut, also, ihr habt uns gewarnt, ihr habt unseren Captain gehört, ihr habt unseren Zwar beleidigt, ihr habt unsere Göttin auf Gedanken gebracht. Wunderbar. Herr, wie war der Name? Karush. Karush, genau, und die Karushim. Wenn ich das so rausgehört habe, dann ist dieser Sternensturz euch sehr gelegen, oder? Ich meine, jetzt plündert ihr im Brandschatz hier und baut eine neue Nation auf. Das ist eine ziemlich gute Zusammenfassung von dem, was wir vorhaben, allerdings. Das heißt, die Gefahr, vor der ihr uns gewarnt habt, das ist eher diese Brände da im Osten und so. Ja, und natürlich andere, die ähnlich wie die Karushim beschlossen haben, dass dies das Zeichen ist, alle Fesseln abzuwerfen, alle Systeme zu stürzen und alles neu zu verteilen und dieser Welt ein neues Antlitz zu geben, dass wir ihr mit Lachen und Begeisterung in ihr Fleisch schneiden werden. Sehr schön. Nenn ich opportunistisch. Liebe Freunde, eine Naturkatastrophe und sofort ist Anarchie. Ist doch toll. Ich meine, die wissen wenigstens... Die machen was draus. Ja, also. Das ist positiv. Das sehe ich ähnlich. Also, man muss schon so Möglichkeiten nutzen. Also, wir kommen ja aus dem Westen, ja? Ja, aus dem unzivilisierten Westen. Ja, so unzivilisiert ist das da gar nicht. Aber sagen wir mal so: Wir
sind unterwegs und unser Feind, also das ist eigentlich der Feind von jedem im Westen, das ist halt so ein Kapitän, der sich selbst für einen Gott hält, allerdings ziemlich viele Schiffe hat, der könnte auch noch hier vorbeikommen. Ich möchte euch nur vor dem warnen. Ha, ein Gott, sagt ihr. Karutschnabel wird unsterblich werden, wenn ihr einen Gott erschlagen hat. Ja, das ist eine hervorragende Idee. Unsterblich und selbst zu einem Gott. Vermutlich. Und ihr nehmt noch weitere Karushim auf? Genügend Geschichten darüber, dass wer einen Gott erschlägt, selbst zum Gott wird. Ah. Ja, noch nehmen wir weitere auf, ohne groß zu testen. Na, solange unsere Horde noch klein ist. Aber später. Und wir haben ja ein Geschenk. Schubst Rojo in die Richtung. Einen. Oh. Entschuldigung. Als Karushim und ihr schaut dann eben rauf und runter oder als Menschenopfer für die heutigen abendlichen blutigen Spiele? Als Karushim natürlich. Ja, er ist ein Skalder, ein Bader, ein Unterhalter, ein. Ja, und er hat Muskeln. Also wenn er seine Kleidung auszieht, da sind viele sehnige Muskeln und er kann wirklich, wirklich schnell rennen. Stimmt, ja. Rennen kann er. Ja, sagte Rojo mit einer verdächtig hohen Stimme. Dann bleibt es wohl bei dem bisher geplanten Blutopfer. Was opfert ihr denn so? Und wem? Marvin. Und warum? Marvin. Klar. Oh, armer Marvin. Marvin kann stolz sein, dass sein Blut und sein Herz es sein werden, die nächste Sonne über den Horizont erheben. Oh, gleich und es das uns ganze ermöglichen, Herz? Als Sturm über die Steppen zu fegen. Reicht es nicht, wenn man ihn einmal so in die Hand schneidet? Wir haben noch keine Überlieferung, auf die wir uns stützen können. Wir erarbeiten sie gerade. Aber ich meine, denkt doch mal darüber nach. Wenn ihr gerade auch Leute sucht, damit ihr über die Steppe hinwegziehen könnt, um die Leute zu plündern und alles unsicher zu machen, was nicht nied- und nagelfest ist, braucht ihr doch eigentlich mehr Leute. Und es wäre doch eigentlich viel cleverer, die Leute nicht zu töten, um sie zu opfern. Nur einmal anstechen und ein bisschen Blut. Das reicht aber doch vollkommen aus. Aber wir müssen auch Schrecken verbreiten. Das macht ihr ja, indem ihr andere Leute opfert. Nee, das ist auch doof. Nein. Ihr müsst alles einverleiben. Also und sie zeigen auf Rojo. Nein, ihr müsst alles einverleiben. Ihr müsst es zu euch werden lassen. Ihr müsst ihnen einfach Dinge bieten, damit sie euch nie wieder verlassen wollen und mit euch durch die Steppe ziehen wollen. Herr Karush, Opfern ist sowas von Westen. Also wir im Westen opfern dauernd. Und ihr seht ja, wo wir da hinkommen. Rückständig ohne Ende. Ja? Ihr müsst den nächsten Schritt gehen. Opfern, da hört ja niemand mehr drauf. Und wenn ihr selbst Gott wärt, stellt euch Karush den Gott vor. Wenn euch jeden Tag irgendein Opfer, wie langweilig ist das denn? Nicht jeden Tag. Mhm, sondern nur. Nur zum Vollmond. Dass die Sonne aufgeht und so weiter. Also, wie gesagt, wir opfern dauernd im Westen. Und wo hat es uns hingebracht? Einmal zu jedem Kataklysmus. Dann opfert ihr jetzt Marvin und dann zum nächsten Kataklysmus erst. Niemand wird geopfert. Blut, einfach nur das Blut. Nein. Wir können nicht jede Zivilisation retten, dafür sind wir auch nicht hier. Wir haben die Warnung gehört, da drüben brennt's. Rojo hat eine neue Familie. Hurra! Rojo, weißt du, ich kann wirklich sehr nützlich sein. Oh, machst das schon. Klopf, klopf, klopf. Also, aber opfern, das ist ja sowas von. Das ist ja sowas von veraltet. Nee, das. Wenn ich ein Gott wäre und mir würde einmal im Jahr jemand so ein Eimer Blut in die Haustür reingießen, das fände ich schon ziemlich unhöflich eigentlich. Stimmt. Das machen wir ja nicht wortwörtlich. Ja, nein, wir opfern wir opfern einem noch nicht genauer bestimmten Pantheon und durch Transsubstantiation wird das Blut zu göttlicher Nahrung. Ihr seht, ihr seid noch nicht mehr genau sicher. Es gibt so viele schöne Arten. Könnt ihr nicht einfach nur einen Schluck Wein nehmen? Nahrung, das ist ein guter Stichpunkt. Wie wäre es, wenn ihr einen schönen Braten opfert? Ich habe das Gefühl, dass ihr Einfluss auf unsere noch junge Kultur nehmen wollt. Nein. Wir sagen nur einfach, es gibt so viele Arten, Angst und Schrecken zu verbreiten. Bürokratie zum Beispiel, das ist eine tolle Sache. Aber so plündern und religiöse Opfer, das ist... Ich habe nichts. Also plündern ist doch wirklich, da ist nichts gegen einzuwenden. Ja, natürlich, wir sind die rückständige Zivilisation. Okay, wie wir auch immer sei. Fliegen wir weiter? Nun, ja.
Wisst ihr denn, wo genau das ganze Ding abgestürzt ist, außer hier rüber hinweggefegt zu sein? Es ist noch einige Stunden weiter im Osten zu Boden gegangen. Lange, lange hat sein Schweif aus Feuer das Land verbrannt. Ihr braucht ihm nur zu folgen. Es ist eine gerade Linie, die sich durch Hügel, Berge, Wälder und alles durch Städte hindurch gebrannt hat. Tausende und Abertausende müssen gestorben sein und alles Land hat erbebt. Ja, aber eine gute Markierung. Das sind, allerdings. Sollte jemals der Brand erlöschen, denke ich, wird es eine Route sein, über die sehr viele Leute sich rasch bewegen können über diesen Kontinent, weswegen wir den Beginn dieses Pfades als Erste besetzen wollen. Ihr könntet ihm einen Namen geben. Euren Namen. Die Karouche-Straße. Nein, die zwei Zischlaute, die aufeinander stoßen. Straße des Karouche. Besser. Oh, und ihr solltet Geld dafür nehmen, dass jemand diese Straße benutzt. Das finde ich tatsächlich gut. Angesichts der vielen freundlichen Vorschläge werden wir auch von unserem Plan absehen, euch eigentlich alle umzubringen und zu opfern. Und wünsche euch noch einen guten Weiterflug, denke ich. Dann danke. Viel Glück mit der Zivilisation. Und danke für die Warnung, dass das noch brennt alles im Osten. Hm. Wo sind wir eigentlich die Ersten oder die Einzigen oder sind vor uns schon welche hier vorbeigekommen? Hm. So, direkt großes... Hier? Ja, so ein großes, hässliches Schiff, was irgendwie aussieht, als würde es aus verschiedenen Schiffen bestehen, zum Beispiel. Ja, die sind allerdings nicht gelandet. Die haben nur mehrere Bomben über Bord geworfen und haben die gute Hälfte der Karuschen getötet. Scheiße! Ach, dann sollten wir jetzt mal weiter. Wenn ihr mit dem Rojo jetzt doch nichts anfangen könnt... Wieso? Ach, nein, den lassen wir hier. Klar können die was mit dem anfangen. Werden ihn gerade los. Gil... Was denn? Was willst du mit dem? Naja, was willst du mit dem? Zum Wegopfern ist ja jetzt auch zu schade. Wir haben doch schon geklärt, wir opfern heute Marvin. Ja, und wenn jemand sich aus Sachen rausreden kann, dann doch unser Rojo. Ich meine, ein paar schöne Worte, ein paar schöne Gedichte und weiter geht's. Ihr braucht ja auch Kultur in der Zivilisation. Und das ist Rojo. Rojo ist ein kultureller... So, jetzt habe ich aber genug für meinen ehemaligen Entführer geredet. Ich bin ja an der Leiter. Gut. Dann einen guten Weiterflug. Kaumpo, bring Marvin. Und mit großem Stapfen kommt ein lebender Baum von hinten, der eine kleine schreiende Gestalt unter den Arm geklemmt hat und hält damit auf den Altar zu. Ach, das will ich gar nicht sehen. Ihr klettert die Leiter wieder hoch. Ja. Zurück an Bord eures Schiffes. Armer Marvin. Aber wenn man Marvin ist. Wir sind nicht Marvin. Und damit ist das schon mal gut. Ihr seid nicht Marvin. Schön. Die Kiste möchte auch weiterfliegen. Natürlich. Betont sie. Ja. Die Kiste ist ja schon da. Kluge Kiste. Dann suche ich mal die nette, höfliche Offizierin mit der lauten Stimme. Die steht mit einem Fernglas vorne im Bug und murmelt vor sich hin. Das klingt geil an den furchtbare Scheiße. So. Was? Also, ja. Im Osten brennt es. Das ist vielleicht wichtig fürs Schiffe steuern. Korrekt. Vermutlich ist Kane schon längst hier vorbei. Dreck. Ja. Und die wollten uns da unten auf der einen Seite vor Feuer warnen, auf der anderen Seite ausrauben. Wir hatten allerdings dann ein Gespräch zum Thema Nation gründen und so. Und jetzt unterlassen sie es uns auszurauben. Das ist schön. Und euch hört ihr gellende Schreie, als offensichtlich die Opferung beginnt. Und das war Marvin. Können wir jetzt weiter? Wo ist Rojo? Der ist jetzt ein Karushim. Er schreibt Geschichte. Genau, der ist jetzt ein Karushim geworden. Hatte ich immer schon Verdacht, dass er eher darauf steht, aber was weiß ich. Ja, und er wird in Zukunft über die Steppe reiten und Dörfer ausplündern. Ja, dann? Ich nehme an, wir sollen dieser Brandspur nach Osten folgen und uns niedrig halten, damit wir nicht von Kane-Schiffen gesehen werden können. Und wir sollten uns beeilen, denn auf dem Rückweg könnte diese Straße Geld kosten. Was? Bürokratie. Na doch nicht, wenn man drüber fliegt. Sagen wir mal, Luchimedes hat den Karoshim die Bürokratie gebracht. Du hast das mit dem Geld gesagt, mit dem Straßen. Ist das nicht ein bisschen früh für eine neue Zivilisation?
Ach, die wissen eh nicht ganz genau, wie die aussehen sollen. Hm. Dafür töten sie uns nicht. Ja, die überspringen ein paar Sachen und morgen machen die ihre erste Castingshow. Ihr werdet sehen, das ist ein Niedergang einer Zivilisation ohne Ende. Was? Ach, vergiss es. Ja? Ich verstehe nur die Hälfte von dem, was ihr sagt, aber ich weiß, dass ich jetzt einen Kurs nach Osten halten soll und möglichst niedrig fliegen. Ja, ja, ja. Hast du was durch dein Fernrohr gesehen? Kann man Kane irgendwie sehen? Ist gefährlich? Nein, ich habe kein großes Schiff ausmachen können, ein paar kleinere. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen Katz und Maus spielen müssen mit ihnen. Wobei ich glaube, wir sind die Maus, wenn ich ehrlich bin, und schauen, dass wir möglichst außer Sicht bleiben. Ja, das ist gut. Wir haben die Truhe. Die Truhe macht das hoffentlich, oder? Truhe, du machst das doch. Also Hauptsache, dass ihr euch nicht zwingend einmischt. Wobei, nein. Keiner von uns hat Ahnung, wie so ein Flugschiff funktioniert. Hervorragend. Der Flug geht sehr niedrig weiter und bald senkt sich die Dämmerung über die große Furche, der ihr folgt. Und in der Nacht wechseln die Schichten. Ich weiß nicht, ob ihr euch niederlegen wollt oder lieber wach bleibt. Niederlegen. Niederlegen, ja. Es ist auch die ganze Zeit ein Schleier von Rauch, der beißend riecht und die Augen jucken lässt, der von den einzelnen Flämmchen, die ja offensichtlich seit Wochen schon brennen, aufsteigt. Und die Besatzung hat ziemlich schnell sich irgendwelche Schutzmaßnahmen improvisiert mit Brillen, die aus dem schnell härtenden Schleim von hergestellt werden und in verschiedene Tees getunkten Tücher, die vor das Gesicht gebunden werden, um sich davor zu schützen. Ihr werdet dann tatsächlich... Es ist Möbius, der als erster geweckt wird von einem leisen Pochen, an welchem Schlafzimmer von wo ihr auch immer er gerade nutzt. Was ist denn? Macht auf. Wir haben kurz Sicht gehabt auf den Stern, Herr Svar, und haben angehalten und warten weitere Weisungen. Wo ist denn Gil? Offensichtlich nicht in eurem Bett, sondern in irgendeinem anderen. Wir haben noch Betten. Brüllt rum! Gil! Ja, noch 5 Minuten. Der Stern! Was? Was für ein Stern? Ach, der Stern! Läuft aufs Deck. Ja, ich spring dann auf und renn auch raus. Was los? Es ist ausgesprochen dunkel, da die Sterne hinter Rauchwolken verborgen sind. Aber ihr könnt vage in dem Licht der Flammen, die unter euch immer noch zittern und flackern, ausmachen, dass die Schneise, der ihr gefolgt seid, sich hier wirklich in ein Gebirge hineinpflügt und ihr in ein Seitental euch ein bisschen versteckt habt. Und du kannst in Richtung Osten hellbrennende Flammen ausmachen, die von einem großen Ding reflektiert werden, das in Blau und Kupfer und Sandtönen gehalten ist. Fast so, als wären dort riesige Stadtmauern oder ähnliches. Ist es das? Dort scheint die Spur zu enden. Wir haben uns hier verborgen, weil in der Nähe des Schiffes, in der Nähe des Sterns Aktionen ist. Dort haben Leute Lager aufgestellt und Belagerungswaffen und offensichtlich wird gekämpft. Und wer kämpft denn dort? Wer kämpft denn dort? Keine Ahnung. Wir sind auch nicht nah genug ran, um das herauszufinden. Sicherheitsmaßnahmen, ihr versteht. Das ist doch noch gar nicht so lange her, dass der Stern runtergekommen ist. Wie kann denn da jetzt eine Stadt stehen? Vielleicht stand die Stadt vorher. Ja, aber die müsste doch dann völlig zerstört sein, oder? Ich euch nicht erklären. Ich weiß nur, dass dort gekämpft wird und es sieht aus, als wäre dort riesige Ziggurat oder wie auch immer man... Also so ein Gebäude, das gleichzeitig eine Stadt ist halt. Hm. Wie weit ist das jetzt ungefähr von hier? Es sind noch einige Meilen. Oh, dann vielleicht besser mit dem Schiff hier bleiben und wir gehen zu Fuß weiter? Das finde ich eine sehr gute Idee. Hervorragende Idee, Captain, diese Frau. Das ist wohl unnötig. Sollen wir vielleicht den Morgen abwarten? Damit sie uns vorbei sind, dass wir die schwächere Seite treffen, die geschwächte Seite.
Ja. Wenn zwei gegeneinander kämpfen, wartet der dritte einfach, bis ein Kampf vorbei ist. Ja, nein. Auf der anderen Seite können also, Sie uns das da, bei Tageslicht also, besser sehen. Also, wenn das da eine Stadt ist, wenn das da eine Stadt ist und das andere da ist eine Armee, ne, dann sind wir gar keine Seite. Doch, die zwischen Stadt und Armee hindurch schlüpfen kann. Genau, wir können uns das höchstens mal angucken. Das heißt, wir gehen zu Fuß weiter. Was mich noch einmal, und es tut mir leid, dass ich das auf den Tisch bringe, die Frage der Kiste bringt. Lassen wir sie hier zurück mit Heggie. Wir können das Schiff nicht ohne Antrieb hier lassen. Und aber wollten wir nicht euch alle und die Kiste und so dorthin bringen? Ja, dazu müssten wir aber erstmal wissen, was da ist. Wir haben ja null Ahnung eigentlich. Und offensichtlich, also ich sehe jetzt zumindest, sind irgendwelche Schiffe noch aufgefallen? Wir können aber in dem Rauch, der sich hier überall sammelt, auch fast nichts ausmachen. Wir haben keine. Okay. Es stand auf der Liste für Anschaffungen in den nächsten Monaten, Systeme einzurichten, mit denen man auch bei schlechten Sichtbedingungen mehr ausmachen kann, aber das haben wir noch nicht. Gut, dann ist das so. Ja. Also könnte es auch noch sein, dass der Olle Kane mit seinen Schiffen auch noch in dieser trüben Suppe rumhängt. Ja. Und vielleicht gerade genau das Gleiche tut wie wir. Das ist durchaus möglich. Mhm. Also ich kann weder das Gegenteil irgendwie. Ja. Ja. Also näher ranfliegen aber, ist Blödsinn. Aber seine Apparillos fallen auf jeden Fall mehr auf als wir. Ja. Auch wenn wir Möbius dabei haben. Was heißt ja auch? Naja, du bist groß und breit und fällst auf. Stattlich. Also wenn wir die Kiste mitnehmen, haben wir auf jeden Fall keinen Plan B oder irgendwie jemanden, der uns irgendwie schnell rausholen könnte. Also angenommen, die Kiste ist an dem Stern relevant und da ist eine Armee, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir da was ausrichten, relativ gering. Und dann bringen wir auch noch die Kiste dahin. Das ist ganz doof. Also aber sollten wir die Kiste hier an Bord lassen. Im Zweifel Kiste will nicht an Bord gelassen werden, wie du gerade gehört hast. Sie sagte gerade, lasst uns nicht hier zurück. Es ist keine gute Idee. Warum fragen wir denn nicht die Kiste? Immerhin behandeln wir die Kiste die ganze Zeit schon als... Aber die Kiste hielt es auch nicht für eine gute Idee, als Motor benutzt zu werden. Und es war eine hervorragende Idee, das zu tun. Generell ist die Kiste sehr unterschiedlich von ihrer Meinung. Generell ist die Crew übrigens der Meinung, dass wir möglichst wenig Zeit hier in diesem verfluchten Rauchschleier zu verbringen. Also wenn ihr möglichst schnell erledigen könntet, was ihr erledigen müsst, und dann können wir uns wieder verpieseln. Das wäre. Aber sobald wir den Rauchschleier verlassen, werden wir sichtbar. Das heißt, außerhalb des Rauchwartens ist ja noch blöder. Ja, man könnte ja über den Rauch steigen, oder? Ja. Da wartet dann vielleicht Kane. Korrekt. Nein. Wir steigen aus, gehen zu Fuß weiter, das Schiff geht über den Rauch. Oder versteckt sich da zwischen den Bergen irgendwie. Wir können es probieren. Ihr habt sicherlich richtig viel Ahnung von Taktik, Captain. Also, ihr wollt jetzt von Bord gehen. Jetzt ist die Frage, nehmt ihr die Kiste mit oder nicht? Und das davon hängt ab, ob wir fliegen können oder nicht. Und Hellgear. Also, und Hellgear, genau. Das ist eine Sache, die möchte ich jetzt nicht alleine entscheiden. Deswegen frage ich. Ich bin dagegen, die Kiste mitzunehmen. Ich bin dafür, die Kiste mitzunehmen. Ich bin dagegen, die Kiste mitzunehmen. Möbius. Was guckt ihr mich so an? Ich schau Möbius an. Das ist etwas viel Druck. Gut, dann nehme ich den Druck weg. Heggie, komm mal kurz, bitte. Hä? Heggie kommt angelatscht, pult sich in der Nase. Was? Sag mal, Heggie, wir werden jetzt gleich in ein ziemlich gefährliches Gebiet darunter und auskundschaften. Noch nichts groß machen, außer wir werden dazu gezwungen. Willst du mit uns oder willst du hier an Bord bleiben? Mitkommen. Das ist ein Mitkommen? Ja, die Leute hier, weiß nicht, die Leute hier an Bord lassen mich die ganze Zeit Sandwiches machen. Das ist jetzt langsam auch echt nervig. Heggie kommt mit. Ich sag's doch. Was ist immer dabei, wenn Heggie mitkommt? Die Kiste. Ich nehme immer die Kiste mit. Kiste nimmt er immer mit. Vielen Dank. Dankeschön. Möbius? Vielen Dank. Hast du gut entschieden. Ja, gerne. Ich habe eine Kiste. Dazu sollten wir erstmal sinken, sonst fallen wir aus dem Himmel. Wir sind schon am Boden. Ah,
Wir verstecken uns hier im Seitental. Gut. Dann bleibt im Seitental. Ja, und ich würde euch auch raten, sich über das Seitental zu nähern. Da scheint weniger Aktion zu sein. Ja, wir kommen so von der Seite. Und wir warten hier und versuchen nicht aufzufallen. Ich helfe Hegi. Passt auf euch auf, bitte, Jibil. Nein, wir machen. Passt auf euch auf. Ihr seid gar nicht so schlimm. Ja, dann. Na dann. Ja, ich stöpsel eine Kiste ab mit Hegi zusammen. Und dann geht es los. Geht's los. Ja, Waffen an, Vorräte an, Maske an, Schleimsonnenbrille an. Stimmt, die werden durch auch ausgehändigt. Mögen die jeweiligen für euch zuständigen Gottheiten euch gnädig sein. Bitte. Vielen Dank, Dankeschön. Danke, Danke. Und dann nähert ihr euch langsam der Absturzstelle des Sterns durch ein Seitental, das auch gänzlich verbrannt und verkohlt ist. Und an einzelnen Stellen sind Pfützen mit bläulichen oder violetten Flüssigkeiten, die immer noch brennen oder wieder, falls sie jemand wieder angesteckt hat. Bis ihr dann tatsächlich nach ein paar Windungen dieses Tals, ihr schleppt die Kiste schnaufend hinter euch her, ausmachen könnt, dass dort etwas in das Tal hineingebaut ist oder besser gesagt hineingepflügt ist. Und zwar ein gigantischer, wie aus Ton geschaffener Leib mit Verzierungen und blitzespuckenden Auswüchsen, einzelnen Shots, Ein- und Ausgängen, eingebrochenen Teilen, abgebrochenen Teilen. Eine Stadt, die dort in den Boden hineingerammt wurde, so sieht es aus. Und davor ist ein Lager aufgebaut aus Zelten und ihr hört immer wieder das Ptung, wenn irgendetwas auf diese Stadt gefeuert wird und davon abprallt und das Johlen von Leuten zwischen den Zelten. Und offensichtlich hat hier eine Bande, eine Truppe, eine Horde, wie auch immer das sich jetzt nennt, ein Lager aufgeschlagen und belagert diese seltsame Stadt, die aus dem Boden herausragt. Liebe Freunde, könnte es sein, dass diese Stadt Kains Schiff ist? Liebe Freunde, könnte es sein, dass diese Stadt der Stern ist? Hey, kommt dir das bekannt vor? Ich kann mich doch an nichts erinnern. Aber es ist schön, nicht? Ja, Geschmack ist ja, wie wir wissen, eine subjektive Sache. Im schwachen Licht der einzelnen Brände und ein paar Fackeln und der zuckenden Blitze seht ihr goldene und blaue Einlegearbeiten und Bögen und Verzierungen, kupferne Gefäße und metallene Röhren, die die ganze Haut dieser Stadtmauer oder aus Mauer bestehenden Stadt bedecken. In komplexen Mustern. Okay, das ist schon schön. Doch nicht Kains Schiff. Ich dachte nur, weil da pritzelt es wieder so, das erinnert mich an den Raum, an den ich ihn getroffen habe. Ja, also wir müssen da rein, ohne dass die mit den Zelten uns sehen am besten. Mhm. Ja, vielleicht können wir drum rum gehen oder so. Du meinst so in einem Bogen von der Seite kommt? Ja. Ja, was Besseres fällt mir auch nicht ein. Dann schleich also, doch mal. Durchschnitzeln ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Stop. Liebe Mairi, würdest du für mich würfeln? Ja, natürlich. Plus 2, ne? Gut. Eine 6 habe ich für dich gewürfelt. Nee. Ich komme auf 17. Ich auch. Das heißt, es ist tatsächlich Alester. Ich würfel auch nochmal für Hegi. Ja, Hegi ist auch nicht besonders geschickt mit seiner Kiste. Nein, Hegi. Der immer wieder in Pfützen tritt oder ja gegen ein halb abgebranntes Gebüsch läuft, weil er nicht wirklich sehen kann, wo er hintritt. Hegi! Und dementsprechend ist es vielleicht auch nicht ganz überraschend, während ihr versucht, euch anzuschleichen. Wollt ihr eigentlich rechts oder links am Lager vorbei? Nur so pro forma. Ach, der links. Links. Ja, links. Ja, links. Das es plötzlich ein leises Zip gibt und neben dem halb abgebrannten Baum, an dem ihr euch gerade entlang schleicht, auf einmal ein Wurfmesser aus der Borke und Rinde ragt und leise vibriert. Stopp.
Ich nehme das Wurfmesser raus. Das kommt dir verdächtig bekannt vor. Du hast sehr, sehr ähnliche. Aha. Ich halte Ausschau und gucke in die Richtung, aus der das Messer kam. Aus dem Unterholz kommt eine Frau hervor. In einer purpurnen Uniform mit goldenen Verzierungen und zahlreichen Messern und anderen Wurfwaffen am Körper, die nachdenklich den Kopf etwas schief legt, wobei man ihre spitzen Ohren erkennen kann. Ja. Ich verschränke die Arme. Das ist jetzt schon ein bisschen merkwürdig, oder? Wir haben nicht mit euch gerechnet, sagt sie. Die Situation ist ausgesprochen anstrengend. Wir werden von allen Richtungen belagert. Ich nehme an, ihr seid hier, um einen Angriff gegen dieses Seitenlager anzuführen. Wir hatten eine ähnliche Überlegung mit einem Ausfall und haben mehrere Leute ausgeschleust. Sie wollt doch eigentlich Fall vor Alester. Sie sieht aus wie du. Sie ist die Göttersache hat sich auch umgesprochen. Verdammt. Wir wollten eigentlich rein. Und haben gehofft, dass wir uns um das Lager umschleichen können. Ja, was ist da hinten? Und wenn du dich umschaust, siehst du, dass Hagia mit einem ins Gebüsch gestolpert ist und da verschwunden ist und sich jetzt hinter der Kiste versteckt. Ihr habt mehrere Leute hier angeheuert. Habt ihr noch andere gefunden, die... Und sie schaut Luchimedes genauer an. Kenne ich euch? Nun, jedenfalls da, wo ich herkomme, begrüßt man mich nicht mit einem Dolchwurf. Ja, der hat ja nicht getroffen. Ja. Wahrscheinlich. Ich habe Arlester Sadaja nicht erkannt. Und sie zieht ihr Messer aus dem Baum. Wie konntet ihr denn Arlester Sadaja nicht erkennen? Wir sind alle sehr angespannt und haben wenig geschlafen. Irgendwo in der Ferne hört ihr ein leises. Und sie. Das ist das Zeichen zum Angriff. Entschuldigt. Alester Sadaja. Und sie dreht sich um und verschwindet mit eiligen Schritten in der Nacht. Ihre purpurne Kleidung verschmilzt regelrecht mit den Schatten. Ich drehe mich zu den anderen um, mach so. Alester Sadaja? Hä? Und ich bin der Lügenmädis. Ich hab doch erwähnt, dass ich mein Gedächtnis verloren habe, oder? Dann wird's Zeit. Vielleicht liegt's hier irgendwo rum, denn das ist anscheinend deine Stadt oder sowas. Entschuldigung, das kann ich doch nicht wissen. Ich auch nicht. Wird Zeit, dass wir das klären. Ja, deswegen sind wir doch hier. Jetzt auf einmal Kampfgeräusche, schrille Schreie und das unverwechselbare Tschuck, Tschuck, Tschuck von spitzen und scharfen Gegenständen, die in Körper gerammt werden. Ich glaube, wir sollten ihnen helfen. Ja, anscheinend. Ich glaube, wir sollten den Kampf nutzen, um näher ranzukommen, ohne dass uns jeder anstarrt. Aber wir können sie doch nicht einfach alleine kämpfen lassen. Ich meine, ich bin Alessa Sadaja irgendwie. Und das wusstest du bis vor 30 Sekunden nicht. Können wir jetzt einfach unseren Plan ausführen? Er ist der Captain. Sie kennt Sicherheit. Kommt von Helgier. Moment, ja, noch Helgier. Naja. Das hört sich nach einem Kampf an. Ja, das stimmt. Also im Kampf sollten wir jetzt, wir sind nicht auf Kämpfen aus momentan. Wir ja gut, dann machen wir jetzt weiter und gehen weiter ran und gucken einmal rein. Danke. Bitte. Sehr schön. Helgier. Ja, er rafft seine Kiste wieder auf und eilt hinter euch her, leise watschelnd. Und als ihr an dem Lager vorbei, in dem offensichtlich gerade ein heftiger Kampf vor sich geht, ihr seht immer mal wieder weitere Frauen in purpurnen, mit verschiedenen goldenen Verzierungen, versehener Kleidung, unterschiedlichem Entblößungsgrades, teilweise mit Tätowierungen und in ihre Haut eingelassenen Metallen oder Edelsteinen dort kämpfen mit verschiedensten kreativen Klingenwaffen und Leute enthaupten und in die Herzen stechen und aufschlitzen, während sie laute und schrille Kriegsschreie ausstoßen. Durchlassen, Alester Sadaja, durchlassen. So viel ist das. Ich bin die einzige Alester, glaube ich. Sie sind schon ziemlich gleich alle, aber ich egal. Ich bin einzigartig. Es ist schwer, euch auseinanderzuhalten. Das stimmt, aber du bist Alester, so. Ja, niemand von denen hat irgendwelche kleinen Kristalle im Gesicht. Die da? Das ist eine Tätowierung. Achso.
Der Kampf scheint sich langsam zu entscheiden, und zwar zugunsten möglicherweise, glaubt ihr, der Frauen aus der Stadt, als über euch ein tiefes und dunkles Dröhnen erklingt und dann mit einem metallischen Tunk ins Lager und auch rings um euch wie ein sehr massiver Regen aus gigantischen Hagelkörnern Metallkugeln aufprallen, die, nachdem sie ein Stückchen gerollt oder gedotzt sind, sich anfangen zu entfalten in unterschiedliche mechanische Kreationen. Ja. Das ist Kane. Ja, und er hat seine Toy Dakers mitgebracht. Da wir laufen jetzt. Laufen wir schnell. Möbius, ja. Kannst du die Kiste nehmen? Ja, schnappt sich Möbius und Hagia. Komm, doch. Ich drehe mich einmal zu den kämpfenden Frauen um und rufe: Wir werden angegriffen von oben. Eine von ihnen schaut auf. Ach, Lister Sadaja! Und dann schaut sie nach oben. Wir werden euch verteidigen. Und mit einem schrillen Kriegsschrei springt sie gegen einen von den mechanischen Soldaten und fängt an, ihn in Stücke zu reißen. Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich komisch. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen, aber gleichzeitig fühle ich mich irgendwie... Später hast du Zeit für ein schlechtes Gewissen. Jetzt nicht, lauf! Als Göttinnen sein wollen und jetzt? Ja, ich verstehe, was du meinst. Das schlechte Gewissen ist neu, oder? Weniger streiten. Wer hat hier eine Armee, ich oder du? Tja. Ihr nähert euch so schnell und gleichzeitig leise, wie ihr könnt, dem Eingang in die Stadt, die sich dort in den Boden gepflügt hat. Als mehrere von den großen Kugeln vor euch zu Boden prallen und anfangen, sich zu öffnen. Und aus einer erhebt sich langsam ein Schädel, der in einen schwarzen Metallhelm gehüllt ist, und darunter flattern Robenteile, die mit dem Metall dieses Eis, in dem er herabgestürzt ist, verbunden ist, auseinander, und Kane hebt die Hand und das ganze Metall und der verglaste Boden knirschen und beugen sich seinem Willen und fangen an, sich als Rüstung und als Unterstützung seiner Rüstung und seiner Robe anzuschließen, sodass er auf einmal fast noch einen halben Schritt höher ist, als er zuvor war. Und mit einem nachdenklichen Blick zu dem Kampf hinter euch schaut, wo jetzt drei Parteien miteinander ringen. Die belagernden Leute, die hier fallen und Ballisten aufgestellt haben, die Frauen in ihren violetten, purpurnen Uniformen und die mechanischen Soldaten von Kane. Und gibt ein leises, nachdenkliches Seufzen von sich. Ja. So sehen wir uns wieder. Los, geh. Göttin Alesta, tut doch was. Er steht, ich hab mich kurz verschluckt. Hinter ihm aus einem anderen Ei kommen mehrere Leute heraus und einen davon erkennt ihr auch wieder. Gil, davon, dass diese Person bei einem sehr klaren, in deinen Erinnerungen eingebrannten Moment versucht hat, dich von einer Planke zu schubsen. Maurice Granson, der Luftschiffkapitän, der sein Schiff beim Absturz des Jahrhundertsterns verloren hat und seither nicht unbedingt euch positiv gesinnt war. Das zumindest das letzte Mal, dass ihr euch begegnet seid, war er offensichtlich nicht sehr angetan von euch. Und er trägt teilweise Rüstung, die an die mechanischen Parts der Soldaten erinnert, die für Kane hinter euch beginnen, für Ordnung zu sorgen. Ja. Leute? Ich habe niemanden, der mir folgt. Ich bin ein Gott, ich brauche keine Gefolgschaft. Du wirst nie bekommen, was du verlangst. Wen höre ich da? Kanes Kopf schwenkt langsam zu euch herüber und scheint sich euch vorher noch gar nicht bemerkt zu haben und fokussiert euch dann langsam. Warte. Möbius? Du bringst Hagir und die Kiste in die Stadt. Wir anderen prügeln uns jetzt mit Kane. Ein für alle Mal. In Ordnung. X. Auch Götter können fallen. X. Dann gebt euer Bestes. Und Kane zieht ein Schwert, indem er an seine Rüstung greift und Teile davon anfangen, sich umzuformen, inklusive der gläsernen Parts aus dem Boden, und eine massive Waffe
erzeugen, die allein schon fast so groß wie Gil ist und ein leises, zirrendes Geräusch von sich gibt, während noch Reste herabbröseln, als er sie leicht zur Seite hält. Kommt her und stellt euch einem Gott. Die Größe kommt es nicht an. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Cliffhanger. Ich denke, wir könnten es hier beenden. Ja, klingt ja. Nicht. Oh shit, oh fuck, oh shit, oh fuck, oh shit, oh fuck. Zum Glück muss ich nur rennen. Tja. Wow, da kann jemand schnell tippen. Ich musste gerade eine Nachricht verschicken. Ja. Also die Sache ist, wir könnten jetzt natürlich mit dem Kampf anfangen, aber ich fände es fast besser, wenn wir es dann hier an dieser Stelle beenden und schauen, ob und wie wir mit Kane fertig werden. Fantastischer Cliffhanger. Und ich glaube, dann können wir auch bis zur nächsten Runde eure Charaktere noch einmal aufleveln. Das wäre da vielleicht was. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. 20 Trefferpunkte, ich komme. Vielleicht noch ein paar zusätzliche Fähigkeiten, die euch helfen könnten. Und dann schauen wir mal, was so weiter passiert mit Kane, Grant Morrison, mechanischen Soldaten, Frauen, die Alester offensichtlich kennen und Hagir, der sich hinter seiner Kiste versteckt. Ich würde sagen, ich wünsche euch allen noch einen wunderbaren Abend. Live sind wir das nächste Mal wieder am Mittwoch und werden dann die 7 Gezeichneten weiterspielen. Da gibt es, glaube ich, keine Überschneidung aktuell mit den Spielern, die wir jetzt gerade hatten. Erneut, es waren diesmal an meiner Seite Tobi als Captain Gil Ronbert, Ben and Paper als Lurchimedes von Trondheim oder wer auch immer er ist, sein soll, wird, das werden wir noch feststellen. Ein Drache. Er ist fest davon überzeugt, dass er ein Drache werden wird. Und Nessie als Arlesta und Julian als Möbius. Die meisten Leute, die geben jetzt die Möglichkeit, euch Werbung für das zu machen, was ihr so tut, aber da von euch nur Ben tatsächlich auch Streamer ist, sei hier mit Ben. Was machst du demnächst und wo und wann? Silvester, neues Jahr und dann bin ich wieder bei euch. Ganz entspannt. Verstehe. Möchte noch jemand anders Werbung für irgendwas machen? Ja, ich möchte gerne Werbung für Orkenspalter TV machen. Guckt euch den Ben mal an und guckt euch Orkenspalter auch an. Oder so. Ja, Orkenspalter TV hat nämlich einen neuen Kanal, also der ist gar nicht mehr so neu, aber ein paar Abonnenten könnte er noch gut vertragen, damit er nämlich groß und stark wird. Und bei Zeiten könnte man sich alte Videos angucken und vielleicht liken und das würde Orkenspalter TV total glücklich machen. Ja. Genau. Und dabei sicher und schön zu Hause bleiben, das ist nämlich ganz wichtig. Perfekte Kombination. Absolut. Und Weltfrieden. Den auch. Wenn ihr das hier gerade dann tatsächlich schon auf YouTube guckt, seid ihr vermutlich schon auf Orkenspalter TV spielt, auf diesem neuen Kanal. Und ansonsten findet ihr hoffentlich euren Weg dorthin. Alles ist schön brav in Playlists sortiert. Das heißt, ihr könnt auch alle anderen Parts von Enaria und von unseren anderen Let's Plays finden. Macht's gut. Tschüss. Vielen Dank. Passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.